Was geht? Das hat Johnny gerade gesagt. Ich dachte mir, yeah, das sollte ich als Begrüßung verwenden. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Nein, du hast gesagt, Mindestbestellwert 90 Euro, was geht? Ach so, ja, das habe ich gesagt. Aber nicht, das ist keine Frage danach, was geht, sondern also Mindestbestellwert 90 Euro, was geht ab? Ja, was auf jeden Fall, so was soll das? Ich spiele mir Paper Mario Black Pit und das ist, beziehungsweise Foliwirts spielen. Yeah. Und das ist eine Roguelike-Mod. Willst du uns etwas davon erklären? Nicht zu verwechseln. Startest du einfach mitten in dem Spiel? Nicht zu verwechseln ja, mit Dark Pit. Hier ist nicht mal irgendwie viel Story oder so. Also ist das jetzt nicht irgendwie super interessant. Ich kann euch alles erklären. Endgänger. Nee. Ich kann euch das alles erklären, keine Sorge. Und zwar, Black Pit ist ein Hack, der auf dieses ganze Konzept von den 100 Trials in Paper Mario 1 und 2 aufbaut. Und zwar gibt es da verschiedene Modi. Ein Modus ist halt ganz normal 100 Pits, wo man dann ganz normal runtergeht. Das ist nur super schwer und jetzt braucht... Okay, ich habe kein permanentes neues Upgrade. Braucht man permanente Upgrades, um das zu schaffen. Vergleichsweise ein bisschen wie mit Hades. Und dann gibt es die Roguelike-Röhre, wo man mit 10 KP, 5 BP reingeht. Und ohne Partner und dann holt man sich alles dort und da springen wir jetzt einfach direkt rein. Das ist so cool. Ich habe nie Paper Mario gespielt, ich habe nur die Hälfte verstanden, aber es wird schon klappen. Es ist Paper Mario Isaac. Was sind Pits? So, das ist... Darf ich das fragen? Das ist halt einfach dieses Loch hier. Das heißt einfach Pit. Okay. Ja. Ja, es gibt ja so ein... Es gibt so ein Dungeon-Modus in Paper Mario 2 und da muss man einfach 100 Räume schaffen, wo jeweils ein Gegner Ist. Ja, und man sagt auch im Mittelalter oder weiß ich nicht, bei den Römern oder sagt man auch, denke ich, irgendwie... Oder in den Filmen zumindest wird das dann Pit genannt, so in the Pit und dann wird da gekämpft. Ja. Auf jeden Fall. Oder in Smash Bros. Auf jeden Fall, normalerweise würde man Sternpunkte... Das habe ich vorhin auch gesagt, nicht zu verwechseln mit Dark Pit. Auf jeden Fall würde man Sternpunkte sammeln. Das ist aber etwas, was ich über Achievements bekomme, damit bekomme ich diese Stern-Power-Ups. Und wir bekommen hier Münzen. Sternpunkte sind Erfahrungspunkte. Genau, das sind Erfahrungspunkte. Aber hier bekommen wir Münzen. Eigentlich. Die wir für verschiedene Dinge nutzen. Es gibt verschiedene Arten von Schlössern. Ist das Sticker Star? Nein. Es ist Sticker Star. Konzept in cool. Hier, es gibt verschiedene Schlösser. Das hier zum Beispiel ist ein KP-Schloss. Das heißt, ich kriege jetzt Schaden, damit ich an diesen Orden ran kann. Oh. Yes. Oh mein Gott, das ist so cool gemacht. So, Money gibt uns halt sehr viele Münzen nach jedem Kampf. Das ist so ein guter Start. Das ist schon mal echt gut. Das ist schon mal echt gut. Musst du den ausrüsten oder hast du den automatisch ausgerüstet? Das ist das Coolste. Wir haben unlimitierte OP, aber jeder Orden, den wir einsammeln, wird ausgerüstet. Oh. Ah, so. Ja, ist halt echt eisig einfach. Ja, es ist halt einfach genau wie ein Roguelike funktioniert. Ja, aber wenn wir nicht wissen, was es ist, dann müssen wir es ausprobieren und vielleicht bereuen. Genau. So, ich vermute, die Gegner werden mit der Zeit auch immer stärker. Genau. Und habt ihr das gesehen? Hat schon jemand einen Orden-Wiki offen? Das wäre praktisch. Ich kenne auch nicht alle. Nämlich einige sind aus Paper Mario 2 drin, genauso wie die Stylishes, wie das hier. Das ist da, damit wir Sternenergie bekommen, nämlich das ist die einzige Form, wie ich Sternenergie bekomme. Und das heißt, Mario und alle Partner und alle Attacken haben Stylishes. Hätten sie nicht auch, also vielleicht ist das einfach programmiertechnisch nicht so. Ja, das ist der ganze Grund, aber es wäre irgendwie cool, wenn es Paper Mario 2 rumhack wäre. Es ist sehr viel Paper Mario 2 tatsächlich hier drin. Ja, das auch einige Orden, aber dann hätte man es halt gleich auch da. Genau, hier brauchen wir Münzen, blaue sind immer Münzen, ich bräuchte 16, also kein Powerblock für mich. Es würde halt auch so gut passen, weil sie Paper Mario 2 erreichen. Nee. In Paper Mario 2 gibt's ja den Duellkerker, das passt ja voll. Ja, ja, hier auch. In 1 gibt's den auch. Oder? Ach so. Wirklich? Ich meine, doch. Da war was. Nee, war das nicht nur das Dojo? Ich erinnere mich auch nur an das Dojo. Aber vielleicht verwechsel ich das echt. Vielleicht ist das echt nur Paper Mario 2. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich habe Paper Mario 1 nicht so viel gespielt. Ich mag es sehr gerne natürlich. Weil ich Paper Mario 2 liebe, aber. Ich habe 2 auch mehr gespielt. Wenig Erinnerung. Ich habe 1 lange nicht mehr gespielt, außer das hier. So, da ist ein Lakito, gegen den kämpfe ich nicht. Das ist ein Chapter 6 Gegner für ein Item. Das ist, okay, das also ist man kann wert. Das wirklich daran festmachen ungefähr. Oh, das ist ein Gegner aus Paper Mario. Nee. Nee. Aber sahen die so aus im ersten Spiel? Ja, ja. Okay. Was auch interessant ist, normalerweise hätten Cooper, wenn die stehen, eine Verteidigung, aber in dem Roguelike-Pit hat niemand Verteidigung. Das heißt, du kannst nicht, weil du irgendwie verkackt hast, komplett softlocked sein. Oh, das ist sehr sinnvoll. Das ist sehr sinnvoll.
Warte, warte. Ja, das wäre sonst, wär sonst wirklich fürchterlich, wenn Gegner Verteilung von 1 haben und du ihnen einfach 0 Schaden machst. Ach so, ja, genau. Stimmt. Ah, okay. Aber kann man nicht weitergehen, bevor man gekämpft hat? Was? Nee, nee, du musst erstmal ja, erst den Gegner der Ebene besiegen und dann kannst du weiter. Man dachte nicht so, Mogi, ich versuche das ein bisschen zu verstehen. Ja, das ist nicht so einfach, wenn man von dir gespielt hat. Ja, ja, das ist wirklich gut. Ist das Yoshi-Cookie? Du solltest es spielen, Dave. Das Ärgerliche ist, goldene Schlösser, seht ihr das mit den Schlüsseln? Gegner droppen Schlüssel und wir haben leider keinen Schlüssel. Einbrüche hier. Oh, das ist eine Isaac-Situation. Yoshi-Cookie. Oh, das ist, der war so Yoshi's Cookie war so ein enttäuschendes Spiel. Das hatte ein vollvermehrter damals. Und ich hab's immer gesehen, ich dachte mir, oh was, ein Spiel mit Yoshi und mit Keks ist bestimmt super cool. Und immer, wenn ich es gestartet habe, es war einfach nur dieser Tetris-Verschnitt. Und ich dachte mir, oh, das ist nicht cool. Ja. Jedes Mal aufs Neue war ich enttäuscht davon. Ja, habt ihr gerade gesehen? Ein Freund, Kumpel von mir, die Mutter hat immer Yoshi's Cookie gespielt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, irgendwann werde ich das auch spielen. Oh Mann. Hast du gerade gesehen, dass ich den... Ja, ja, ich war genauso enttäuscht. War das nicht eigentlich wie Pokémon Puzzle League? Yeah. Vielleicht macht eigentlich Puzzle League. Auf jeden Fall, das Coole bei Paper Mario ist, dass es immer mit so kleinen Zahlen funktioniert, mit dem Schaden und Verteidigung und so. Und dadurch kann man sehr leicht taktieren. Ich liebe das. Das ist super. Man weiß eigentlich immer genau den Outcome und warum. Gumbas haben 2. Und, Können wir die Gegner irgendwann scannen? Ja, es könnte auch sein, dass wir, im Englischen heißt der Peekaboo, ich glaube auf Deutsch heißt der Kuckuck der Orden, dass wir den kriegen. Das Ding ist, alle 10 Ebenen kriegen wir einen Partner. Und der ist random, mit einem Orden zusätzlich. Das heißt, Münzen, oder? Ha? Ja, das sind Glaubermünzen. Okay, auf wen setzt ihr? Wen wollen wir als Ersten? Wen schätzt ihr, bekommen wir? Ob gut oder schlecht? Ich sage, wir bekommen einen dummen Goomba, den ich nicht leiden kann. Was, aber dann können wir scannen, das wäre nice. Gumbario wäre eigentlich nicht ganz scannen verkehrt. Wollen. Naja, wenn es mal ein Gegner ist, wo wir es nicht wissen. Oh, das hier. Normalerweise ein bisschen anders in der Farbe gibt es BP Plus und KP Plus, die man ausrüsten kann für 5 extra BP oder KP. BP sind diese Special-Punkte da. Die AP quasi. Genau. Hier gibt es Silver Hearts und Silver Flowers. Das ist jetzt Silver Flower und das ist ein permanentes 5er Upgrade. Das Ding ist, das kostet in der Regel so viel Leben, dass ich gerade nicht weiß, ob ich das überhaupt bezahlen könnte. Aber ich würde es versuchen. Würden wir verrecken, wenn wir es einsammeln? Nee, du kannst deinen letzten nicht ausgeben dafür. Also können wir es einfach probieren. Ich kann es probieren, ja. Steht da nicht, wie viel Leben du brauchst, um das Schloss zu öffnen? Leider nicht, das ist ein bisschen kacke. Aber wir haben, ich habe 7 KP und ich kann 8 heilen, also. Und danach kann ich mit Sternpunkte heilen. Komm schon. Ich hasse es, das ist wieder Hardbagger aus Isaac. Du gehst im Herzen und denkst du dir, ja, jetzt zahlst du gleich aus, gleich bekomme ich mein Item. Jede Sekunde. Komm schon. Weiter runter kann ich jetzt echt nicht gehen. Gleich kommt das. Danke. Genau das. Wow. Das geht tatsächlich noch. Eine Slot-Drehung geht noch. Und seht ihr, jetzt haben wir 10. Wir können sie zwar noch nicht nutzen, aber das wird im Long Run sehr hilfreich sein. Und auch... Zahlen. Ja. Das sind ja einfach nur mal 460 auf der Röhre. Ja. Achso, ja. Ich hau den erstmal weg und dann heilen wir uns. Bist du jetzt Danger Mario? Nee, das leider ist einfach nicht. Nur fake. Aber das Stylish Moves. Theoretisch geht, aber du hast halt keine Kontrolle, welche Orden du bekommst. Aber das Schöne ist, ich habe ein bisschen vorgespielt. Oh, hier, du hast schon die Sternteile? Genau. Ich habe Sternenergie und das ist so praktisch, deswegen ist die Chance, dass wir einen Run hinkriegen, sehr viel höher. Oh. Das wollte ich nämlich unbedingt machen, ich bevor wir das hier aufnehmen. Ich wollte mich wofür die Sterne da oben sich aufsammeln, aber... Genau. Für Magie. Und die Energie lädt sich halt auf, wenn ich halt immer diese Stylish Commands treffe. Ja, weil das Publikum dann richtig abgeht und dir die Sternpunkte zuschmeißt. Auch wenn man kein Publikum sieht, aber... Ja. Das sind halt zwar besser rübergebracht. Deswegen, das wäre alles sehr cool in Teil 2. Also ich mag, wie das Spiel aussieht. Das ist doch einfach nur ein roter Koopa. Ja, aber also es ist halt 5 BP heilen. Das ist halt, potenziell Schaden zu bekommen. Das war ein nicer Start gerade aus der Rübe raus. Ich hätte es natürlich ja wahrscheinlich gemacht, um das extra Geld zu bekommen, weil du dich eh easy aufheilen kannst. Ah, das stimmt. Das mit Geld wäre wert gewesen. Vielleicht hätte ich auch den hinteren Goomba als erstes angegriffen, aber warum? Es ist egal. Das ist immer so in meinem Kopf. 2, das ist perfekter Kill, der andere hat nur 1. Ja, ne? Das ist einfach so. Ich habe nämlich gerade überlegt, warum ich es auch gemacht hätte.
Es hat keinen Unterschied gemacht. Ja, kill den. Oder? Der saugt nur BP ab, richtig? Nee, der saugt KP ab, aber ich kann das relativ gut guarden. Das Ding ist auch, die können sich vermehren und die geben jedes Mal Coins. Das wäre eigentlich praktisch. Ich wollte nämlich generell sagen, die Feuerblume ist halt echt hilfreich im Early Game. Ja, die gibt halt 3 Schaden an alle und auch noch Feuerschaden. Oh, den muss ich erstmal killen. Das ist so ein cooler Hack. Ja, oder? So nice. Ich hab so Bock, das selber zu spielen. Ich lieb ja das Kampfsystem aus Paper Mario. Fuck. Wie ist das mit Konter? Oh, ein Lümmel! Haben Sie Konter mit übertragen? Nee. Also nicht zu meinem Wissen. Die habe ich in meinem Leben bestimmt 4-mal hinbekommen. Ach komm schon. Ja, das kommt auf den Gegner an, den du hast. Grumbas kannst du sehr easy kontern. Ja, du vielleicht. Nein, das schaffst du. Was macht der eigentlich? Nein. Der saugt mir Leben ab. Der saugt dir den Lebenssaft aus. Deswegen hat er immer so ein Herzchen dann auch extra bei sich. Und heilt sich auch selber. Der sieht aber voll lieb aus, ob ich nur kuscheln möchte und ein bisschen mal so, dass der nett. Ich habe eher das Gefühl, dass er ein bisschen verrückt aussieht. Ja, das macht aber so Muppet-Knabbern. Sieht aus wie der Cousin vom Krümelmonster. Es erinnert mich daran, es gab, als ich 6 Jahre alt war, die Phase in meinem Leben, wo ich das Krümelmonster super cool fand. Da muss ich sagen, ja, das fühle ich bis heute. Ja, das Krümelmonster ist super cool. Es gab Krümelmonster-Kekse zu kaufen, die hatte ich und hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich irgendwie nur. Es war nicht mal die, die das Krümelmonster in Sesamstraße ist. Es war so enttäuschend. Das sind solche kleinen Butterkekse, einfach nur, die so ein bisschen so Spekulatius sind anders irgendwie. Ist einfach nur. Es sind so Kekse, die man sonst zu einem Kaffee zu seinem Cappuccino so dazu bekommt. Ja. Was hat die Feuerblume jetzt gebracht? Kannst du jetzt hier mit Feuer? Das ist ein Item, ey. Das ist ein Item. Das werde ich wahrscheinlich nur einsetzen. Ich habe Sesamstraße nicht mal wirklich gesehen früher, aber das Krümelmonster ist einfach. Hier mit dem Finger wedelt, was mit jedes Kind mag das Krümelmonster. Ja, Mario denkt sich, ja, ich hab ihn erledigt. Oh mein Gott, ich habe nicht mal die 10. Ebene erreicht und wir haben 85 Münzen. Ich wollte gerade sagen, holy shit, das war scheiße. Oh, das ist, ja, das ist aber direkt das Sahnehäubchen. Da ist gerade so viel Stuff gedroppt. Das ist halt, das ist halt an dem Orden. Money haben wir sofort bekommen. Wann kommen die Zwischenbosse? Zwischenbosse gibt's nicht in dem Sinne, wir haben auf Ebene 100 einen Boss, aber ich hoffe, wir kriegen jetzt einen guten Partner. Wir wollen Bo haben. Als ob die da in der Truhe drin sind. Okay, da kommt das Luigi raus. Yeah! Es ist auch okay. Bombett ist auch okay. Bombett! Fire Shield ist auch gut. Das heißt, wir können selber. Oh. Wir sind resistenter gegen Feuerschaden. Oh, das ist so gut! Nice. So, der Dude. Dieses Character-Design kommt einfach aus Bug-Fables. Den könnte man bezahlen. Ich glaube, wir haben nicht genug Geld. Ich glaube, der wäre irgendwie 200 oder so. Der würde dann zum Beispiel KP erhöhen, aber dann zieht er 5 BP ab. Oder der erhöht BP, zieht 5 KP ab. Aktuell bin ich sehr happy mit unseren Stats. Ja, aktuell bin ich sehr happy mit unseren Stats. Und der verkauft Stuff, gibt mir was Gutes. Oh. Was mit dem blauen Button? Kannst du darauf hüpfen? Ja, dann erscheint die Röhre. Oh, Frozen Fries. Schau dir mal das Shroom Steak an. Ja, aber das ist zu teuer und wir haben halt nicht mehr die Stats. Oh, ich erkenne den Pilz jetzt. Frozen Fries? Oh, yes. Ich liebe tiefgekühlte Pommes. Ich sollte die kaufen. Melf, ich will nicht wissen, was du vorher erkannt hast. Das reden wir nicht. Wo hat der was erkannt? Bei den Shrooms. Bei dem Shroom Steak? Ich habe den Kopf nach links zuerst gelegt, statt nach rechts. Oh. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Ach ja, ich glaube, ab jetzt könnte es passieren, dass wir Upgrades bekommen. Für die Stiefel zum Beispiel. Leider kommen wir da nicht hoch. Ja, das ist schade. Du fragst gerade 1:1, wie das Auto kommen wir da nicht hoch? Stümer damals. Was? Weil wir die Stiefel brauchen, kommen wir da nicht hoch. Ja. Oh, ich dachte, das wäre das Upgrade. Au. Nee, das sind große Truhen. Es gibt große Truhen und die haben immer irgendein Upgrade für Mario drin. Ich dachte, da würde einfach random der am Boden liegen oder so. Fuck. Oh shit. Ich wusste nicht, dass die Oh no. Warum ist der Fuzzy markiert? Beziehungsweise gescannt. Nicht Fuzzy, sondern. Wie heißt der? Der Pokey. Weil ich den wahrscheinlich hier mal mit Gumbario gescannt habe, weil Gumbario. Wait, Vorsicht, der Kampf ist gefährlich. Lass uns kurz drüber nachdenken. Ich würde glaube ich eine. Nein, oh Gott. Das überleben die. Kannst du mit Bomben-Lady Pokey angreifen? Nicht von hier aus. Hat Bombette schon Special? Bombette hat nur Base. Was haben wir für Sternattacken in dem Spiel? Ich könnte Starstorm machen. Warte, ich will wissen, was das ist. Angriff 7 für 2 Punkte, haust direkt raus. Ja, das kriegen wir solange schnell wieder frisch rein. Ist. Ja. Da muss man kein Minispiel machen bei den Sternfertigkeiten, Nee, hier noch nicht.
Das war alles in zwei. Und ich würde so gern mit euch Paper Mario spielen, die Spiele gehen so scheiß lang. Ja, oder? Aber die sind so spaßig. Die sind super. Ja. Ja, jetzt müssen wir die stylische Scoot treffen für die Sternpunkte wieder. Keine Schlüsse, komm schon, Chillout ist so gut, dann könnt ihr mich nicht angreifen. Also ich kann keinen Erstangriff bekommen, aber den kann man hier verteidigen. Das haben die hier im Hack auch eingebaut. Das Timing ist aber manchmal sehr, sehr, sehr knapp. Weil das Spiel nicht darauf ausgelegt. Oh mein Gott! Glück! Wow! der kleine Dieb. Ja. Der Shigui. Oh, und die schlafen. Es ist neblig. Das ist ein Effekt, der immer auf die Gegner geht. Wir wollen nicht was Rotes haben, nämlich das gibt den allen 2 Angriff plus. Aber hier schlafen die, das ist sehr angenehm. Inwiefern was Rotes? Ach, roter Nebel. Wenn roter Nebel ist. So. Oh. Alter, wer hat die Kammer hier mit Schlafgas geflutet? Vor allem hat Mario eine Gasmaske auf oder warum schläft er nicht? Es betrifft halt nicht dich. Es wäre ein relativ langweiliger Kampf, wenn es so wäre. Es betrifft dich nicht. Ja, das wäre wirklich ein langweiliger Kampf. Erstmal 4 Runden alle am Schlafen. Ja. Bisher, ich habe letztens versucht, Digimon World 2003 durchzuspielen. Das ist Digimon JRPG, was auch immer. Und da können Gegner einen auch einschläfern. Und da ist halt die Sache, dass wenn du schläfst, kannst halt dann bis zu 10 Runden oder so nichts machen. Oh Mann, die Runde beginnt, du klickst auf Angriff, was auch immer du machen willst. Du kannst auch kein Item einsetzen oder so. Nein, Moment, du kannst gar nichts machen. Das Spiel sagt dann einfach, der Gegner greift an und dann kommt, steht dran, oh ja, dein Digimon schläft. Und dann greift der Gegner wieder an und dann, oh ja, es schläft übrigens. Und dann greift er wieder an. Kannst du kein Item einsetzen? Man kann nichts machen, es ist so fürchterlich. Ist bei Digimon nicht auch so, dass man ein Trainer ist oder so? Ja. Oh, Maeve, es gibt... Und der Trainer viele verschiedene Digimon-Spiele. Leute, ganz kurz. Das weiß ich aus Pokémon. Ganz kurz, es gibt zwei Items. Es gibt zwei Items, die dein Glück erhöhen, dass du nicht getroffen wirst. Die sind beide hier in diesem Raum und ich kann keins davon kriegen, weil ich habe weder Koopa oder Paracari, noch habe ich Watt. Ja, ach so, das ist unser Partner. Ja. Das ist einer der weißt du, ob Items, die du nicht eingesammelt hast, ob die dann aus dem Pool verschwinden und nicht mal vorkommen können? Wenn ich die eingesammelt habe, verschwinden die aus dem Pool. Das heißt, die Chance, dass es nochmal irgendwann auftaucht, ist da. Okay. Aber ist halt auch nur eine Chance. Oh, da sind die Kuschelboys wieder. Mhm. Wie viel Leben haben die? 6. Mehr als 3. Oh, 6? Ja. Was wir bräuchten, wäre ein Angriff, der alle trifft. Ja. Oh nein! Warum nichts machen? Oh oh. Bombett kann nicht Stacheln angreifen. Oh wirklich? Ja. Generell nicht so gut, außer halt ihr Bombenangriff. Stimmt, du hast gesagt, die vermehren sich. Sie ist nicht so gut, außer das, was sie halt ist. Das ist gut. Ja, Bombe ist halt immer gut. Keine Kraft von Mario Party. Ja. Das stimmt, die Sterne hier. Aus diesem Spiel wurden da einfach eingesetzt als ja, Mario Party 3 hatte aus irgendwelchen Gründen die Paper Mario Optik. Das war 5. Das war Teil 3. Oh, wow! Oh mein Gott! Alter, Fully. Da kriegen wir die Sternenergie sofort zurück, seht ihr das? Ja. Yeah. Nee, es hat tatsächlich nicht so viel gebracht, leider. Es sah aber dafür cool aus. Es hat... Also ich dachte, wir waren auf 0. Wir haben einen vollen Punkt wieder. Ja. Naja, gut. Oder das wäre jetzt nervig, die alle zu killen. Warum machst du eigentlich den... Achso. Kannst du bei dem Sprung leichter irgendwie den Trick machen oder warum machst du nicht den Hammer? Ja, eigentlich wäre der Hammer besser. Sprung ist halt an sich meistens stärker. Beim Hammer kommt halt kein Timing dazu, wo du eventuell verkacken könntest, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist. Das ist halt dieser simple Unterschied, der ziemlich cool ist auch. Ich glaube, bei Mario und Luigi kommt das auch zu tragen. Mit dem Hammer kannst du halt, wenn jemand eine hohe Verteidigung macht, mehr Damage machen, aber mit dem Sprung kannst du 2-mal Damage machen. Ja, yeah, und dann brauchst du nur ein paar Damage-Ups und dann ist der Sprung das Ultimate. Der Hammer ist ehrlich gesagt ziemlich schlecht im Late-Game immer. Ja, weil der Sprung einfach so überlegen ist, wenn du erstmal ein bisschen Angriff bekommen hast. Ja, aber wenn du halt, im Late-Game, wie gesagt, aber bei den kleinen Zahlen, da ist so ein Hammer auch manchmal viel besser. Ja. Ach, komm schon. Ich verwende den Hammer an sich lieber, weil es ja ein besseres Gefühl ist, einfach mit dem Hammer zuzuschlagen und dann Rückwärtssalto zu machen. Ja, absolut. Oh Gott. Gibt's Begleiter, so cool, die wie ich es nicht hinkriege gerade. Gibt's Begleiter, die dich tanken? Also die dich beschützen vor Angriffen?
Teil 2. An sich kann man die vor sich stehen lassen, eigentlich im regulären Spiel, aber ich glaube, es geht in der Mod nicht. Nee, in Teil 2 ging das erst. Da hatten die nämlich Leben, hier haben die noch keine. Das geht in konnte man sie nicht generell nicht. In Teil 1 auch vor sich stellen? Ich weiß, dass sie keine Leben hatten, aber sie konnten dann halt ausgenockt werden. Oh, da war was. Ich meine nicht, dass das in 1 geht. Mario müsste immer vorne gehen. Okay, also man kann ja aber die Zugreihenfolge wechseln. Ja, das kann man. Das kannst du ja mal probieren. Ich dachte, die kann man dann zum Schutz vor sich stellen so. Ich kann das machen. Ja, und jetzt will ich mal sehen, was passiert. Wenn wir halt jetzt so angegriffen haben, ob wir dann so stehen bleiben. Nein. Das war vorhin schon, als er Do Nothing gemacht hat. Okay. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich mir dachte, hat er Do Nothing nicht gemacht, damit sie da vorne steht? Aber da war der Grund, weil Poki schade. Ich bin mir nicht sicher, ob es erst Paper Mario 2 war. Ja, war es. Aber da können wirklich welche gut tanken. Okay, jetzt wird's gefährlich. Immerhin geben die guten Münzen. Der Kampf hat uns jetzt schon 17 gegeben. Wir werden reich sterben, oder was? Wir werden leben, nicht, dass ich sterben werde. Pass mal auf. Oh mein Gott, was war das denn jetzt? Oh, das war die Sternhaltung. Was ist denn hier los? Ah ja, stimmt, der hat eine Sternhaltung. Ja. Easy jetzt, gar kein Problem. Wenn er sich jetzt nicht nochmal teilt. Ha! Gerade verkacke ich so sehr. Ich weiß nicht, kennt ihr Zap-Tap als Orden? Das ist dieser Orden, der euch permanent elektrisch auflädt. Dann können die euch gar nichts. Ja, dadurch können die euch gar nichts anhaben. Und in meinem letzten Run hatte ich den die ganze Zeit. Das heißt, ich musste nicht drauf achten, zu garden, weil konnte mir eh nichts. Wow. Den will ich sehen. Aber ich liebe halt. Eine Trockenfrucht. Mögt ihr, Jungs, heute wird die Verdauung in Schuss gebracht. Mögt ihr Physalis? Ja. Ich find sie extrem lecker. Aber sind immer Schimmelroulette. Du hast so eine Schale davon und die einen sind immer komplett weiß und fluffig. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind diese Orangen, so sieht so aus wie der Orden, den wir gerade bekommen haben. Die haben so auch diese ganz Item. Großen Blätter. Hab ich schon mal gehört auf jeden Fall. Das sind diese kleinen. Ich auch gerade zum Beispiel. Das sind diese kleinen orangen Dinger umrundet von so Blatt. Von so Blatt. Die sind so eingepackt. Ja, doch, ich glaube, das sieht aus, würde man eine Blume essen oder so. Ja. Die habe ich im Laden gesehen, ich wollte sie kaufen, ich habe mich nicht getraut. Die sind sehr lecker. Und anscheinend so kleine Vitaminbomben. Wenn du 3 isst, dann bist du schon good to go. Ich stehe immer in der Obstabteilung und krieg den Schweißausbrüche. Wenn du Angst hast. Oh Mann, sollte ich das mich, echt. Ich habe mich wieder nicht getraut, die zu kaufen. Ich weiß nicht. Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass du hier ein mutiger Obstprobierer bist, hä? Wann hast du die Kaktusfeige gekauft und danach für die nächsten 3 Tage Stacheln aus deinen Händen gezogen? Letztes Jahr im September. Der ist halt einfach traumatisiert, der Mann, ja, da kannst du es nicht erwarten. Ich habe eine Kaktusfeige mitgebracht und ich so, ja, ich hol die aus dem Auto. Mensch, du warst doch dabei. Oh, wirklich? Ja. Wie ist es gelaufen? Der Podcast, den hast du doch davor gemacht. Das ist nicht gut gelaufen. Einfach die Warnung von Morgi. Ich musste mit der Pinzette jedes einzelne Nadelteil einzeln rausnehmen. Oh Gott. Ja, das ist die Kaktusfeigen-Erfahrung. Die sind aber auch so versteckt und fies. Wieso darf man das überhaupt auf die Weise verkaufen? Das haben wir nicht. Das haben wir einfach so. Das haben einfach wir gepflückt. Gekauft. Nein, haben wir gekauft. Gepflückt. Ich meine, die ich damals gekauft habe, die waren so in einer kleinen Plastikschale, muss man fairerweise sagen, aber ich habe das Gefühl, man hätte mehr Aufklärung betreiben können. Vor allem ist es auch super eklig den Verkäufern gegenüber, die Scheiße abwiegen müssen. Das ist deprimiert. Das ist ein Lebensupgrade und das ist ein Kapitel 7 Gegner, den werde ich niemals... Ja, der sieht ziemlich stark aus. Ja, diese... Ihr kennt ja Rumpel aus Teil 2. Die gibt es ja hier als normale Gegner auch. Mit dem Verwandeln von Partnern. Die haben 15 KP und der hat auch 12. Und das ist immer einer und dann 2 von denen. Und ich bin gerade so sauer. Die haben 15 KP. Ja, ich kann die doch nicht besiegen hier in Ebene 14, Mann. Vermutlich. Oh, ist das dann? Oh, das ist ein One-Up-Pilz mit ein bisschen Ahornsirup. Genau das ist er. Ja, doch. Ja, doch, da hätte ich jetzt Lust drauf. Finde ich gut. Ich meine, es gibt halt
wirklich Ahornsirup und halt Ultrapilze. Also, es könnte tatsächlich das Gericht aussehen. Ich hab schon mal alle Rezepte geholt in Paper Mario. Ich meine so für die Leute, die gucken und Maeve. Ich hab schon mal Ahornsirup im echten Leben gegessen und ich hab gerade eine Flasche da. Für wen? Oha. Für Leute, die gucken? Ja. Ich mach das hier mit euch. Ja, aber Maeve guckt doch zu. Maeve ist die Leute. Was hast du mit den Ahornsirup-Formeln? Ich wollte mir, weil es ist, sehr warm wurde, wollte ich mir ein bisschen erfrischenden Tee machen, wo ich einfach ein bisschen Tee aufkoche und dann Kühlschrank kalt werden lasse und sowas, aber wie sehr raus war, es wurde echt nicht gut. Und ja. Oh, hey! 5 KP! Das ging schnell. Es ist wirklich mit Ahornsirup. Holunderblütensirup ist ganz nett dafür, für sowas. Ich will irgendwann, ich sollte echt mal versuchen, selber Eistee zu machen. Dafür muss man aber Schwarztee aufbrühen. Und nicht einfach irgendwie Früchtetee. Das sollte ich auch mal probieren. Er wird halt, das Problem ist dann halt, ich hätte nicht so viel Ahornsirup reingeben, aber es ist einfach so süß. Aber bei Eistee will man ja eigentlich noch eine gewisse herbe Note, um das Ganze auszugleichen. Ja, das auf jeden Fall, ja, stimmt. Und das hat gefehlt, deswegen war es nicht so gut. Da habe ich sogar noch eine Zitrone gekauft, um da noch ein bisschen was reinzuwerfen, aber. Es ist halt eindeutig bitter. Deswegen mag ich Eistee auch so gern. Na. Heißtee, den man so in Flaschen kauft, kann es mit Eis zu tun. Ja, aber dieser Ti oder so, der ist nicht mehr so. Du meinst der Bra-Tee. Richtig. Den habe ich gerade verwechselt. Ja, brat mir mal einen Storch. Nee. Fuck. Nein, mach mal. Ja, brat mal einen Storch. Los. Haben wir mal einen Storch gebraten? Nö. Also, ich hab's versucht, aber dann wurde das Schwein in der Pfanne verrückt. Ja. Alter, die Klappe. Oh, haben wir nicht letztens nachgeschaut, was der Ursprung von der Wild doch der unter der Pfanne verrückt war? Weiß ich nicht. Ich dachte, du würdest sagen. Was mit einem Hotdog zu tun? Ich dachte, du würdest sagen, dass wir vorhin über Wildschweine geredet haben, so groß sind wie Ameisen. Und Ameisen, die so groß sind wie Wildschweine. Ey, das war außerhalb der Aufnahme. Das ja, eben, darüber reden an. Wir privat, Maeve. Oh, das war privat. Über Wildschweine, die so groß sind wie Ameisen. Scheiße. Die hat nichts gehört. Ja, es gibt keine Wildschweine, die so groß sind wie Ameisen. Oh, schau euch den Donut an. Ja, aber an den kommen wir nicht dran. Dafür bräuchten wir Lucky Lester oder Boo. Spring nochmal hoch. Oh, mir reicht schon, ihn einfach nur schnell anzuschauen. Mit dem Sprungdings kann man Leute kann man Gegner einschlafen lassen. Wie steht jetzt? Ja. Aber kannst du da jetzt nicht links hochgehen und einfach Damage boosten? Nee, du wirst zurückgeworfen immer wieder. Ja. Warum sollte ich einen Schlüssel für einen Fehlschlag ausgeben? Oh fuck. Oh, da meine könnte eventuell halt, was sein. Das da Spiel war ein weiß Spiegelei. Ja auch nicht, was es da macht. Ein Spiegelei. Moggy, traust du dich inzwischen? Oh, ich bin inzwischen, ein großer Spiegelei-Fan. Ich hab auch schon überlegt, was ich heute am besten machen könnte. Weißt du was? Ich denke, ich werde mir Spiegelei heute Abend machen. Also, ja, du Spiegelei heute Abend machen. Mach dir mal einen strammen Max. Was ist ein strammer Max? Da machst du so richtig ein nices Krustenbrot, da so Schinkenwürfel und so drauf und dann das Spiegelei. Das ist der gute alte stramme Max. Am besten noch servieren mit Gewürzgurken. Mir gefällt nicht, wie sehr Johnny was Strammes haben möchte, der Max heißt. Ich will es auch. Spiegelei. ich ignoriere das jetzt. Ich weiß nicht ganz, worauf Fully hinaus will. Ja, eben. Immer dieser Fully. Ich glaube, er wurde länger nicht mehr gehornibonkt, wie mir scheint. Hast du gutes Verzeihung. Brot da und Schinken zufällig? Nee, ich habe kein Brot da und ich habe kein Schinken. Nein, du isst kein Schinken. Ich habe Morgi gefragt. Ich habe Toaster. Und Ahornsirup. Oh mein Gott, aber da kann ich dir ein gutes Rezept empfehlen. Den armen Ritter. Wenn du Ahornsirup und Spiegelei machen willst, das funktioniert. Nein, wenn, dann werde ich, denke ich, ein paar Kartoffeln noch dazu machen. Ich hab die Kartoffel für mich entdeckt. Bratkartoffeln oder wie? Oh, das ist ein Spiegelei! Ja! Oh, ich dachte, deswegen redet ihr drüber. Denkt ihr... Als ob ihr das gesehen habt, man hat doch nur in der Ecke davon gesehen oder so. Ich hab's nicht gesehen, Fuli hat's gesehen und hat's erwähnt. Oh mein Gott, wir haben nicht deswegen darüber geredet. Wir haben darüber geredet, weil es darum ging, ob Morgi sich getraut hat. Ich hab das Seite oben rechts gesehen, aber ich hab nur ein bisschen was Weißes an der Seite gesehen. Also, du bist der Einzige, der erkannt hat, dass das Spiegelei. Oh, der Mario, er schlägt es aber auch ran. Er traut sich auch. Kein Blatt vor den Mund.
War das jetzt ein strammer Max? Oder? Ich hab's aber öfter schon mal gesehen, dass Leute sich nicht trauen, ihre Spiegeleier zu braten. Und das Ding ist, ihr könnt nicht viel falsch machen, weil das Spiegelei ist sogar richtig lecker, wenn ihr es außen braun werden lasst. Also wenn es schon so richtig, richtig lange drin ist. Das ist ich dreh manchmal das Spiegelei einfach um. Manchmal mag ich so Spiegelei ohne Röster rum, aber an anderen Tagen ist es genau das Richtige. Hast du auch schon mal gemacht, Johnny? Das Spiegelei einfach. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber das muss man halt. Du kannst einen Deckel nehmen, falls du Angst hast, dass das Eigelb nicht warm genug wird. Aber seit ich weiß, dass man Eigelb auch wirklich relativ gut mit warmen Sachen einfach roh essen kann, habe ich da gar keine Sorge. Achso, nee, es geht nicht darum, dass ich das nicht so Angst habe, dass es nicht durch ist, sondern. Das schmeckt einfach. Das schmeckt einfach anders dann. Ja, das stimmt. Nicht unbedingt besser, aber anders. Boah, aber Morgi, Bratkartoffeln. Bratkartoffeln mit Spiegelei ist halt wirklich nonplus. Das ist super. Das sind doch die Coin Boots, oder? Nee. Das sind, das ist Powersprung und ich glaube, der gibt plus 2 Angriff, wenn du ihn einsetzt. Ah! Können wir auch irgendwas mal bekommen? Ich habe kein Glück. Benötigt? Ha? Hast du jetzt hier einen Powersprung benötigt? Nee, dafür brauche ich bessere Stiefel. Das ist ein Stiefel-Upgrade. Oh. Ach, das waren gerade keine Stiefel, die mit den Zähnen. Nee, das war vorhin in Orden. Die Stiefel hätten wir in einer Truhe. Wenn ihr eine große Truhe seht und wir nicht drankommt, dann gibt's einen Grund zum Weinen. Also ich muss sagen, der Begleiter ist super nutzlos. Sie kann keine Stacheln im Gegner angreifen und keine Fliegenden. Bombette ist halt nicht das Beste, Bombette, was wir am Anfang hätten haben können. Es gibt drei Gegner im Spiel, die sie tatsächlich angreifen kann. Aber nur, wenn sie ganz vorn stehen. In Stufe 7 hätte sie angreifen können. Am besten ist halt Boo, weil sie hat auf Base 4 Angriff, weil sie 4 mal 1 Schaden macht. Und weil hier niemand Verteidigung hat, kann sie allen immer 4 Schaden machen. Und selbst mit dann 2 Upgrades macht sie 6 Schaden. Also ist sie sogar die stärkste in ihrem Base-Angriff. Aber mit ihr hast du auch den einen Run geschafft. Ja, am Ende hast du sowieso alle. Jeder, alle 10 Ebenen gibt es ja einen Partner. Es gibt 8 Partner. Ja, 8, oh, okay. Ja, 8 glaube ich. Und ja, das heißt, am Ende hast du sowieso alle. Welche Ebene sind wir gerade? Wir 18. sind bald bei 20. Es wäre saucool, wenn sie es irgendwie schaffen würden, die anderen Partner noch zu adden. Das wäre echt cool. Und dann, dass man nur ein bisschen Luck haben muss. Was wäre so den Partner, die ihr auf keinen Fall wollt? Ja. Partner, den ich auf gar keinen Fall haben will, Die rosa Bombe, nochmal. Ja, gut. Warte, ich glaube, es gab einen, den ich aus Paper Mario 2 nicht leiden konnte. Ich glaube, da gab es einen. Wer war das denn? Oh ja, Airone habe ich nie für irgendwas verwendet. Oh Gott, ja. Die ist tatsächlich ziemlich stark, wenn man, Die sind alle ziemlich stark. Wenn man gegen sie viele upgradet. Gegner, also man kriegt nicht wirklich die XP, glaube ich, aber... Man kann die wegpusten. Oh, hier ist dieser shady, Ah, guck ihn die Toad. An, ihr guckt. Ja. Das ist doch ein Hardbagger. Quasi. Come here, der geht, der zieht nicht Leben ab, sondern pro Herz 5 KP. Das heißt, hier was anzunehmen, das würde sich... Das ist der Devil Deal, also. Ja, das ist quasi der Devil Deal. Das würde sich nicht lohnen. Das eine, verlierst du einfach 10 Leben. Ja, das kann ich deswegen gar nicht holen. Sushi ist okay. Sushi, ja. Ja, sie heißt Sushi. Das ist der aus Super Mario World, der uns Münzen gekostet hat. Oh, guter Gedanke. Ja. Müsste. Ich glaube, du willst Thunderbolt und der Powblock mitnehmen. Paper Mario basiert ja generell total vom Design her auf dem kleinen Mario aus Mario World. Was mir nie so, oder was mir lange nicht bewusst war. Stimmt. Sieht genauso aus. Paper Mario hat auch super viel von Yoshi's Island. Ich meine, es gibt dieses ganze Yoshi's Island Kapitel, was komplett Yoshi's Island ist. Mit sogar einem Boss aus Yoshi's Island. Ja, Raphael the Raven. Ja, aber auch der Endboss in dem Kapitel ist halt einfach ein Boss aus Yoshi's Island. Oh nein. Keine Sorge, Maeve, das Kapitel habe ich auch nie gespielt. Ach stimmt, die Piranha-Pflanze, ne? Ja. Ich glaube, ich kann die killen damit. Ich glaube, ich sollte die killen damit. Ja, du hast das Spiel nie durchgespielt. Stern stürmt. Nein, ich habe die Hälfte gemacht. Ich habe irgendwie nach Shy Guys Dingens aufgehört. Oh, ja, dann warst du noch nicht. Spielzeugkiste. Ich fand's eigentlich wirklich cool, aber keine Ahnung, ob ich nicht weitergemacht habe. Warte, aber das, die Insel ist davor. Ne, die Insel ist danach. Shy Guys Spielzeugkiste ist Chapter 4 und dann... Ah, okay. Ich bin mir auch recht
relativ sicher, dass ich warum nicht bei denen bin. Ist der Typ schon wieder da? Den mögen wir nicht. Nee, ich kann ihn nicht leiden. Welche wie ihn mögen wir hier nicht? Oh! Let's go! Warte mal, ich kann einfach Bombett nehmen. Ich glaube, das ist gut, Leute. Das ist Stachelschild. Das heißt, ich kann auf Stachelgegnern drauf springen. Yes. Auf die Piranha-Pflanzen konntest du auch nicht springen, ne? Jetzt schon mit dem Orden. Ja, aber davor nicht. Nee. Seht euch den Mario World Mario an, der ist einfach ein Paper Mario. Der hat eine richtig lange Nase auf jeden Fall. Stimmt. Vor allen Dingen, es soll irgendwie eine breite Nase darstellen, aber es sieht irgendwie aus wie eine lange Nase. Für mich sieht es wie eine breite Nase aus, tatsächlich. Siehst du, wie breit die ist? Ziemlich gut. Wenn er in die Kamera guckt. Das ist schon eine stattliche Nase. Paper Mario hat schon eine relativ klobige Nase noch in diesem Spiel. Im zweiten Teil ist sie nicht mehr so. Oh, der ist so wütend, wie eine Tomate. Ja, das Ding chargt sich ja auch. Ich glaube, die Piranha hat... Was ist dein liebstes Tomatenrezept? Mein liebstes Tomatenrezept? Ja. Meins ist Pizza. Ich mag verarbeitete Tomaten wirklich nicht so gern, deswegen ich würde fast zu sowas gehen wie Bruschetta. Das war gerade alles kalkuliert. Alles kalkuliert. Oh, Fully. Jetzt auch ein paar Tiefkühlpommes. Ja, ich glaube, ich sollte lieber die Pommes nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den killen kann. Tomato-Mozzarella-Brot ist auch sehr nice. Boah. Ja, absolut. Oder einfach generell Tomate mit Mozzarella und Basilikum. Und dann noch Salz, Pfeffer. Ohne das Brot auch schon ziemlich gut. Ich spitze euch diese von der Sushi-Haut richtig rein. Das ist einfach die Kombination der italienischen Flagge. Ich wollte gerade sagen, ist das Carpaccio? Nee, ist nicht, ne? Das ist was anderes. Ah, weiß ich nicht mal, was das ist. Das war eine Tomatensuppe. Nee. Oh mein Gott. Habe ich Chance auf eine BP-Erhöhung? Ah, das ist mit Rindfleisch. Ja. Carpaccio ist mit Rindfleisch. 111, aber es sind Stats. Es lohnt sich. Es würde sich noch mehr lohnen, wenn es tatsächlich ein Stat wäre, der uns was bringt. Man kann ihn, also wir haben die Chance, ihn einzutauschen oder umzutauschen. Ah. Und, also es bringt im Endeffekt schon was. Okay. Und Sushi braucht jedes Mal 3 BP. Ich habe einen Kommentar bekommen, jemand sagte, ich finde es seltsam, dass Leute mal denken, grüne Paprikas wären eine Sorte. Das sind einfach nur rohe Paprikas. Unreife Paprikas. Ja, aber müsst ja nicht, wenn man sie liegen lässt, weiter reifen und dann rot werden. Das ist auch völliger Blödsinn. Ich verstehe nicht, wie man das kritisieren kann, dass Leute sagen, dass es eine eigene Sorte ist, weil es ist eine eigene Sorte. Ich habe keine Ahnung davon, ehrlich gesagt, aber müssten sie dann nicht, wenn sie länger herumliegen, dann rot werden? Langsam, also, wenn die noch länger rumliegen, dann sind Rosinen auch Weintrauben, ne? Rosinen, ich meine, Weintrauben. Rosinen sind ja eigentlich Weintrauben. Nein, das stimmt ja. Also, aber man sagt ja auch, die Sorte ist Rosine und nicht Weintraube. Das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Jede Rosine ist eine Weintraube, nicht jede Weintraube eine Rosine. Ja, so genau. Sieht's aus. Obwohl es gibt wahrscheinlich Weintrauben, die genau wie Melf sagt. Und jede rote Paprika ist eine grüne. Ja, aber ich glaube halt, dass es nicht so ist. Oh, jetzt wird gepaut. Muss ich. Die können chargen. Das heißt, ich muss mindestens einen erledigen. Ne, Powerblock macht immer 2. Oh, das war auch noch nicht eine Sache, dass sie dann auf dem Rücken liegen in dem Spiel. Ist ja hier eigentlich. Ja, wohl, eigentlich schon. Okay. Also grüne Paprika sind unreif, aber die werden nicht zu roten Paprika. Okay, das nehme ich hin. Hä? Inwiefern werden sie nicht zu denen? Dunkelgrüne Paprika? Oder bin ich gerade bescheuert? Ich lese mich mal rein. Ey, lese ich mal rein, Jungs. Und ich habe Johnny vertraut, dass er das genau weiß. Dass nein, nein, ich habe euch gefragt, was haltet ihr davon? Ach so. Weil das sind auf jeden Fall so, andere Sorten, hätte ich gesagt. Ja. Yeah. Ich denke auch, aber ich weiß es auch nicht. Wenn du... Oh, kann ich mir das so... Ja, ich habe 2 Schlüssel.
jetzt können wir die Leben sehen. Nämlich die scalen ab einem gewissen Punkt, die Leben höher. Das heißt, er weiß wieder auch nicht immer, wie es ist. Johnny, aber weißt du, was du auch nachgucken könntest? Woher kommt überhaupt der Name Stramer Max? Ach komm schon! Hat er eine andere Farbe jetzt? Ist der heller als die anderen? Der eine ist grün, das ist Chapter 3. Ja. Okay. Und die sind schon ziemlich stark, wie ich gerade sehe. Aber jetzt bist du heil oder an? Okay, du bist das habe ich alles unter Kontrolle. Dann mach Bombette in einen Hit und dann sind die alle down. Und die schafft das. Oh, das ist wirklich stark. Mein Gott. Was hätten, wenn wir das eingesetzt haben, nicht den anderen auch besiegen können? Welchen anderen? Den auf der rechten Seite. Also ne, der hat 12 KP. Ja, aber dann sind hier nur noch 5 übrig. Ja, und der hat dann 2 Gegner noch bei sich, die haben 15. Ich meine, ich kann es euch zeigen. Warte. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Wir haben jetzt sowieso keine Energie mehr übrig. Ich meine, ich hätte euch einfach nur zeigen können, was das für Gegner sind. Nein. Okay. Die werden wir dann sehen, wenn wir sie bekämpfen. Fair und ehrlich. Nein, wir können sie irgendwann bekämpfen. Oh, meine Leben. Dieser First Track ist einfach so schwach, wenn man so weit ist schon. Ursprünglich wurde als Strammer Max das erigierte männliche Glied bezeichnet. Straight up, es ist einfach das. Was? Das ist jetzt ein Schocker, muss ich sagen. Nein, kein Schocker, aber ich dachte so, es wäre halt irgend so eine Art. Ich bin intrigued, erzähl mir bitte mehr. Noch heute findet das Wort Max für Penis in unserem Sprachgebrauch Verwendung. Nicht in meinem Sprachgebrauch. Da wäre Johannes eher angebracht. Fuck. Oh, das ist nicht gut. Nee, die war ich gerade ganz schön fertig. Oh doch, bei Pipi Max zum Beispiel. Das habe ich noch nie gehört. Das war ein Spielzeug. Hier kam der Pipi Max. Das stimmt, das ist doch dieser Hund. Meine Schwester hatte eins, war super dämlich. Das sind so amerikanische Hunde, die pinkeln können. Ja. Ja, pass auf, der Gott. Kam mit so einem Tütchen, da war so ein Pulver drin, das hat mit Wasser gemischt, dann wurde das Wasser gelb. Fully, bitte nicht sterben. Oh mein Gott, Fully, das Gericht heißt anscheinend so, weil man sich wirklich, weil man es gegessen hat, um besser. Kannst du nicht den einen killen, wenn du ihn mit Mario und Goomba, Bombette angreifst? Mario macht 2 Schaden, Bombette macht 2 Schaden. Man. Macht sie nicht 3? Nein. Ich habe keine BP mehr. Ich muss den Maple Ultra essen. Okay, ich warte, Maple Ultra. Bis sich das hier entspannt hat, die Situation. Oh, was eine Scheiß-Situation! Ich könnte Moggy auch erstmal einen Pilz zu Hause hätte. Was stimmt denn nicht? Weil du Ahornsirup hast. Ach so. was will der gerade von mir? Du warst so sauer. Oder eher, was ich hier für Lebensmittel zu Hause habe. Okay, warum also. Man, hier mein Kühlschrank, was ist hier los eigentlich? Man versprach sich von Ei mit Schinken auf Brot eine gesteigerte sexuelle Leistung. Oh mein Gott, jedes Lebensmittel, das es irgendwo auf der Welt gibt, jedes Mal irgendwie so eine Wirkung haben. Oh mein Jeder Gott. Sagt das. Das ist so dämlich. Ich meine, da ist Eiweiß für die Samenproduktion und da ist Schinken für mehr Durchhaltevermögen. Oder gute Schinken. Was ist da hinten? Ja, nichts weckt mehr sexuelle Energie als Schinken. Ja, mach mir erstmal einen Stramm Max, dann können wir, dann geht's rund. wir haben wirklich eine Bombe. Nein! Josh Smash! Smash irgendwas! Oh ja, stimmt, wir können das aus wie ein Tischtennisschläger. Oh mein Gott, ich bin schon bald bei Ebene 30 und ich habe nicht irgendeine Form von Power-Upgrade bisher. Aber ich hab schon mal Tischtennis gespielt. Irgendwie wär's krass, wenn man auch so Risse in den Wänden hätte, die wir aufspringen können, weil wir Bombett hätten. Dann wäre sie ziemlich stark. Kannst du nicht ein paar Tricks an den Tag legen und dann den Superstern rübersmashen? Ich hoffe. Haben wir noch die Feuerblume? Nee, die habe ich aufgebraucht. Ah, die würde auch nicht mehr viel bringen an dem Punkt. Ja, stimmt. Wir brauchen echt ein bisschen mehr Angriffskraft. Das reicht nicht! Mm-mm. Oh Gott, was? Die sind solche. Die Gumas brauchen ein bisschen mehr Angriffskraft. Oh. Das ist nicht gut. Die haben den Gamer PC zum Switchen angeschaltet. Show-Einlage gibt's nicht, oder? Uli, Switchen und Show-Einlage. Es gibt keine Show-Einlage, aber.
Oh Gott. Pulli hat so eine Tastatur. Schweinlöcher war so nützlich. Meine leuchtet nur ganz dezent rot. Mach die Bombe, wenn wir das nicht voll bekommen, sterben wir. Ja, ja. Wir sprachen gerade davon, dass eine Showeinlage wirklich nice wäre. Yes! Yeah. Oh, schön. Sehr schön. Let's fucking go! Oh, die Dinge hätten mich sonst komplett umgebracht. Ich brauch sowas von einem KP-Upgrade oder sowas in der Art. Und so weg sind sie. So gut. Easy. Dann müssen wir uns jetzt wohl irgendwie heilen und ein paar Punkte und am besten... Nice. Oh! Nicht schlecht. Ist das ein KP-Upgrade? Das ist genau so eine Heilung. Das ist eine Heilung. Ja, das mit Honig der diesmal, ne? Da oben. Ja, der gibt 10,5, glaube ich. Also 10 KP, habe ich glaubt. Oh, 2. Wir haben nur 2. Oh, glaube ich, Heilung. Wie viel weit sind wir? Ich glaube, wir sind bei 28. Dann könnten wir uns nachher eh was kaufen, ne? Dann muss ich nur noch eine Ebene über... weiterzugehen. Ja, ich muss nur eine Ebene überleben. Ja, 27, 2 Ebenen. Ja, wir finden wahrscheinlich auch Heilung. Ich würde weitergehen. Go. Ich fühl mich mutig heute. Ich spiele ja nur. Heute gibt's ja auch Spiegelei, ne? Oh Gott. Yeah. Das steigert die Leistung. Mhm. Oh, stimmt. Wir reden von Sex. Oha. Hattet ihr schon mal Sex? Nee. Ich hatte auch mal ein Spiegelei. Vorbereitet ist er. Oh Gott, warum ist die dumme Bombe jetzt im Kampf mit dabei? Das ist nicht gut. Das ist okay, keine Sorge, das ist okay, gut. Ja. Ja. Ich kann nämlich den killen. Oh, ich wollte gerade sagen, wäre es nicht sinnvoll gewesen, wenn du einen gekillt hättest, aber das macht 5 Schaden, das ist ziemlich gut. Boah, das ist gut. Das ist sogar eine Strat. So, einen kann ich noch killen und der andere, der haut uns dann halt auf die Schnauze. Ja, nein, stopp, Alter. Du kannst beide killen. Inwiefern? Ich habe nicht mehr genug BP gehabt für eine Bombe. Oder? Was? Nee. Ist okay. Ah, selbst wenn, du hättest dich beide killen können. Egal. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich wähle dich, Sushi. Au. Wenn du es abgewehrt hättest, hättest du auch nur 4 Schaden genommen, oder? Ja. Ja, das wäre jetzt ziemlich wichtig, dass du das beim nächsten Mal schaffst. Ja. Belly Flop! Es wäre echt wichtig, wenn du einfach mal jetzt wenigstens ein einziges Mal richtig spielen würdest. Ja, es wird einfach gut sein. Warte, wieso? Ach so, weil der. Ja, stimmt. Aber okay, hey, ein Sternpunkt ist wieder da. Ich dachte, er hätte immer noch so eine gesteigerte Angriffskraft. Oh, die Herzen! Nein! Sie sind im Nichts! Nein! Die sind jetzt nicht. Oh mein Gott, warum zählt das nicht als nein! Oh, der Power Smash. Dieser Ort hat mich durch meinen ersten Playthrough von Paper Mario 2 getragen. Wir haben nichts dafür bekommen. Oh nein! Och, komm schon! Warte mal. Was? Ist das überhaupt Wir möglich? Haben das Teil nicht mitgenommen. Alles gut, wir haben noch Schlüssel übrig. Das stimmt. Holy shit. Glaubt ihr, ich komme mit 2 klar? Oh, okay. Da kommt man hoch. Oh mein Gott. Was haben wir denn Items? Ja, schwer. Fliehen und das Zeug holen, ne? Fliehen, First Strike mit Bombett hoffen. Ne, gar nicht wahr. BP aufheilen, dann Bombett Bombe, dann ist einer schon mal weg, dann kann ich einen Sprung machen, die haben 4, dann sind 2 weg, dann ist nur noch der Klabber da. Ja. Okay. Oh Gott, aber so ein Klabber ist auch nicht mal eben. Alter, ich dachte gerade schon. Oh, warte, der hängt da fest. Na, ich glaube, es ist ja, weil Fully-Menü ist. Ach so. Ja. Oh mein Gott. Oh nein! Oh mein Gott. 2! Schlimmer kann's fast nicht laufen. Zeit für eine Heilung. Erstmal kill ich einen. Ja. Klabber macht 3 Schaden. Ja, ich muss heilen. Die Sache ist, dass du nächste Runde wenigstens noch den Steinfreund killen kannst. Ja. Ich meine, Einschläfern ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja, aber dann, wenn das vielleicht nicht funktioniert, dann bin ich am Arsch. Das sollte man nicht machen, wenn es gerade Lebensgefahr ist, aber so manchmal.
Oh nein! Dann hoffen wir mal, dass du gut im Dodgen bist. Was ein Run. Okay. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Das war insane! Hat trotzdem nichts weiteres Nein. gebracht. Ich glaube, das war ein Glitch oder so. Wir waren beim letzten Mal auf jeden Fall nicht auf Null. Das kann ich schon mal sagen. Das ist 4 Schaden. Das ist Supercharge. Supercharge aber gibt mir 3 Angriffe plus, aber nächste Runde. Ja auch nicht, ne? Man, oh. So viele Möglichkeiten, die uns fehlen. Verteidigungsmodus wäre schon. Oh, let's go! Oh mein Gott, Fully! Daran hat's gelegen. Gott. Holy shit. Wow. So weit, so gut. MVP. Und das war die letzte Ebene, oder? Das heißt, ich kann jetzt Items kaufen, oder? Ja. Noch ein Schlüssel. Nein! Oh doch, ich hab wir 3. Alles gut. Verteidigung, alles gut. Die den Run bedeutet hat. Oh, das heißt, jetzt haben wir immer mal wieder, kriegen wir ein BP zurück. Das ist super praktisch. Das wollen wir noch mit Herzen haben. Good job. Okay, es war wirklich die letzte. Oh, yes! Können wir jetzt bitte mehr bekommen? Ein Stat-Upgrade? Das ist random, was er eintauscht, oder? Ich würde mich gerne schauen, dass wir... Ich kann HP holen direkt. Yeah. Ja. Ich will HP upgraden. Ich denke, wir sollten definitiv ein bisschen mehr HP holen. Ja. Gut, dass er das. Mehr BP haben bringt halt sowieso nicht wirklich viel. Na, aktuell geht darum, nicht so, aber. Man muss sie halt sowieso irgendwie auffüllen können. Oh. Das stimmt, aber. Auch High Items. Macht schon. Yes! Sinn. Er hat Melons. Es gibt hier auch keine Soul Hearts in dem Sinne. Das ist. Nee. Oh. Man braucht das schon. Ist zwar teuer, aber wir können 3 Stück kaufen. Ich hätte gerne einen Nutty Cake. Alter, ich will einen Wackers-Kick. Die gibt's später auch. Kiesel. Nee, den gab's schon beim ersten Shop, lustigerweise. Echt? Oh, ja. Mhm. Aber ist halt teuer. Ich hätte gern sein Hemd. Das einzige Gute an dem Wacker-Kick ist, dass man nichts dafür zahlt. Wenn man Geld dafür ausgibt, verliert das seinen Sinn. Das ist wahr. Und den gibt's tatsächlich auch einzutauschen gegen so voll wertvolle Sachen in manchen Läden. Okay, wer ist es? Das klang, als wär's so beim Rewe oder so. Oh, Watt ist auch gut. Watt kann paralysieren. Watt wären wir nur ohne Watt. Wer bist du denn? Der Hammerwurf, der wäre gut, wenn wir nicht auf Gegner sowieso springen könnten. Immerhin haben wir sie jetzt. Nein. Da gibt's schon welche. So Pickelkäfer, die fliegen oder so. Auf die können wir trotzdem springen. Oh. Sogar besser, wenn sie auf den Rücken legen kann. Haben wir so einen Orden dafür? Ja, wir haben noch einen Gegner, vielleicht bekommen wir genug zusammen. Wie viel fehlt 95. Uns? 95. Wir haben 95, oder? Also wir haben einen Peak. Wir haben 0. Wir haben einen Peak-Springorden, sehe ich das richtig? Ja, ja. Ja, okay, dann war ich da gerade beim Recherchieren, woher das Wort Strammer Max kommt. Verständlich. Oh, du musst deinen Hammer loswerden. Spy Guy. Oder habe ich was übersehen? Ha? Konnte man da links nicht einfach hochlaufen? Ich muss nochmal gucken. Gott! Ich bin echt schwach. Wir sind ziemlich tot, oder? Dadurch, dass wir keinen Damage abbekamen. Ja. Das sieht nämlich alles nur nach einer Frage der Zeit aus, bis wir sterben. Der Spy-Guy macht wenigstens nicht so viel Schaden, aber er hält so viel aus. Ja, der mit seinem Hammer ist das Problem. Der kann uns dann was raushauen. Also sowas wie Sprung oder Hammer. Und dann können wir das nicht einsetzen. Das wäre ziemlich fürchterlich für uns. Oh, der Jump ist auch einfach so schwach auf der Stufe schon, ne? Zweitens. Ja, wir haben halt... Oh, mal also, Johnny vor 19 Minuten ein Bild von Super Mario World Mario gepostet. Weil er uns das zeigen wollte. Ja, weißt du das nicht mehr? Ich hatte über die lange Nase gesprochen und dann gemeint, dass es eine breite Nase ist. Oh. Aber was über den starken Angriff? Ich sprach davon, dass es aussieht, wie, dass das eindeutig das Paper Mario Design ist. Ja, genau. Was sie da genommen haben. Auch die, der schwarze Schirm an der Mütze zum Beispiel in Paper Mario 1 noch. Ja. Und generell die Aufteilung des Körpers einfach, auch wie Mario aus Mario World läuft, macht Paper Mario auch mit seinen kleinen Füßen da so zack, 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 so ohne Beine. Ich
Wenn ich mal anmerke, dass ich ziemlich erstaunt bin, wie viel Damage Fully jetzt einfach innerhalb von kürzester Zeit rausgehauen hat. Powerhauer ja, macht. Holy shit. Ja, Powerhauer macht echt guten Shit. By the way, what? Sie hat einen Base Damage von 3, das ist super praktisch. Genau wie Sushi. Aber sie kann Stacheln angreifen und eigentlich alles, was sich Feuer ist. Ja, da ist dieser dumme Power Block. Ich habe in einem Video gesehen, dass jemand hier ganz am Rand war und dann ist er mit Parakari dran vorbeigeflogen. Aber wir haben ihn nicht, also. Achso, und kannst auch nicht Luft jagen mit der Bombe. Nee. Obwohl, ich kann es mal testen. Vielleicht ist das im Hacken-Ding. Alter, glaub, man kann nicht. Grüne Paprikas doch rot reifen lassen. Ich nehme alles zurück. Was? Mein Verstand ist offiziell gepustet. Oh, ne? Das ich googelst du immer noch danach? Nein, ich hatte den Tab gerade noch offen, habe ich gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass grüne Paprika wirklich einfach noch unreife Versionen der anderen sind. Das ist ziemlich cool irgendwie. In Smash. Ich würde sagen, dass ich das nie gedacht hätte, aber. Ist okay. Könnte sein, ne? Oh, der hatte eine schöne Flugkutsche da hinten. Alter, so eine Clowns-Kutsche. Medigeist haben leider das Problem, die können heilen. Also wollen wir die entweder killen oder jetzt außer Gefecht setzen für eine Zeit. Schlaf mal eine Runde. Die hängen an Ballons und haben solche Routen. Oh, also die machen Steinschleudern. Oh Gott, das ist nicht gut. Nee. Das sind Steinschleudern. Refresh ist auch nicht mehr das, was es mal war an dem Punkt. Nee, wie immer. Deswegen gibt's ja auch Maxi-Fit irgendwann. Ja, aber das habe ich halt noch nicht. Dafür habe ich nicht genug Achievements. Achievements? Ach, gar nicht. Happy. Also du hast es in dem Spielstand noch nicht. Nee, ich habe das im Spielstand noch nicht. Aber das ist cool, das ist... was man machen muss, um da mehr freizuschalten. Ja, oh, ich könnte euch eigentlich die Achievements ein bisschen zeigen, aber es könnte sein, dass da noch einer aufploppt. Oh, fuck. Oh. Bin echt schlecht gerade im Garden. Dafür habe ich das mit dem Stylish hingekriegt. Keine gute Gartenarbeit von dir. Damage zu tanken. Ja, für dich haben wir denselben Joke gemacht. Echt? Oh. Ich glaube, mich hat man nicht gehört. Weil ich der Einzige, der den schlechten Joke gebracht hat. Scheiße. Wenn sich Mario World Mario duckt, macht er dann nicht auch so die Mütze? Ja. Ja, das ist auch derselbe Move. So, als ob es derselbe Charakter wäre. Ja, aber Mario hier? Ich finde, es ist eindeutig, auch der gestauchte Körper und so ist einfach, das ist derselbe. Fuck! Das ist nicht gut. Ich hab nicht den Medigrain angegriffen. Der Medigrain macht nur einen Schaden, aber er heilt halt. Will ich nicht. Mann, warum haben wir dieses Ding nicht für KP anstatt für Blumenpunkte? Das wäre schön. Nein, das für BP ist halt auch echt hilfreich. Ich denke nicht mal, dass die sich sonderlich viel nehmen. Ja. Machen wir nicht beides. Ich hoffe, dass wir sogar beide bekommen. Vielleicht sogar doppelt. Die können nämlich doppelt auftauchen. Komm schon. Ich wäre dafür. Also ich wäre auch dafür. Ich auch. Ja, okay. Ich überlege gerade, will ich eine Runde nichts machen und mich dann kurz heilen? Ich glaube, das will ich. Yeah. Gott, so wir sind noch in den frühen 30er-Ebenen und... Oh. Ach ja, übrigens, Morgi, wie lang wollen wir den Part machen? Ja, wie lange sind wir denn? Wir sind jetzt fast genau eine Stunde dran. 58 Minuten. Also ich dachte ja, dass du dem nicht sterben wirst. Ehrlich gesagt. Ja, wir machen einfach einen Run. Wir machen einen ganzen Run. Okay, wir werden sehen, wie weit es geht. Mhm. Ja. Ich hab ein KP zurück. Alles aus dem Pool rausnehmen, was geht gerade. Was umsonst ist. Mit unserem Einsatzsprung werden wir irgendwann, ich weiß nicht, wie lange wir damit noch in Lage sein werden zu überleben. Ach, wir werden komm an die Grenzen schon. Stoßen. Die Dinger geben, by the way, meistens Stat-Upgrades oder ein gutes Item. Wir hätten schon echt oft Cooper gebrauchen können. Ja, ne? Yeah. Oh. Wir haben zum Glück Flame Shield, aber oh nein. Oh nein, Fire Guys. Ich liebe das Design. Gott, ich will, dass Paper Mario sowas wieder machen darf. Ich dreh durch. Wisst ihr was? Ich glaube, ich will versuchen, alle einschläfern zu lassen. Was für ich nicht? Was, ich dreh nicht durch. Achso, ich dachte, du willst das nicht. Dann singe ich mal. Drehst du nicht wegen dem strammen Max durch? Gute Nacht.
Was ist mit Fully und dem strammen Max? Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde den Namen lustig. Fuck. Es wird mir angehängt werden, dass ich danach gegoogelt habe, aber eigentlich habe ich eine Paprika gegoogelt. Das ist viel interessanter. Ich habe schon mal eine Paprika gegessen. Ich nicht. Ich auch noch nicht. Nee. Das merkt man. Warum ist das so ein komisch? Der Partikeleffekt sah gerade aus wie aus diesem Pack, was Moggy sich auch mal gekauft hat. Hm. Oh ja, ich dachte es mir auch. Ich dachte mir gerade, ist das Feuer aus dem Spiel? Ja, das sieht gar nicht so aus. Das ist einfach, das ist doch mit Premiere eingefügt. Das ist doch bei Envato gekauft. Ja. Kann die Sonne nicht den Flame Guy angreifen? Kann ich das nochmal sehen? Das nee. Sieht so seltsam aus. Ja. Ich meine, noch ein Power, aber der ist ja dead. Dann habe ich nur noch den Flugding, den kann ich dann mit Watt paralysieren. Dann können wir ihn langsam aber stetig umbringen. Ja, ich glaube, wir sind safe. Okay. Dann wird mal losgeschmettert. We got this. Fully got this. Er macht das schon. Machst einen guten Job. Danke. Erinnert euch an damals, das war, der Duellkerker war tatsächlich das erste Video oder die erste Mini-Videoreihe, wo wir zusammen die Videos gemacht haben. Stimmt. Ohne Mail. Ja, das ist eigentlich nicht krass. Du warst auch nicht dabei, es war der Duellkerker in Paper Mario 2. Aber ich das war das erste. Aber ich glaube, ich weiß noch, wo ihr aufgenommen habt. Das war das erste Video mit Fully, Moggy und mir. Oh, sich dich nicht in die Röhre. Vorher gab es aber, glaube ich, noch das mit Lucky, mir und wer war da noch dabei, wo wir diese Sega-Arcade-Sachen gespielt haben? Oh, ja, keine Ahnung. Ricky vielleicht? Ich weiß, dass du dabei warst. Shit. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben, lustig zu sein. Ich dachte mir, jetzt muss ich mich beweisen. Der ist vorhin nicht eingeschläfert gewesen, ne? Nee. Haben die eine Schlafresistenz? Könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich war auch einfach zu aufgedreht. Dann muss ich mich heilen. Aber... Ich kann mich heilen, Watt auf Sushi switchen. Aber die machen, wenn ich garde, 6 Schaden. Fuck. Das heißt, dann mache ich minus 1, ja. Also insgesamt, die machen alle 3. Das heißt, wenn ich nicht schütze, machen die maximal 9, also 6 bis 9 Schaden insgesamt. Wenn ich jetzt keinen kille. Ach so. So meine okay, ich dachte, wo. Einer von denen kommt einfach plötzlich mit 6 Schaden. Du findest bestimmt einen Weg, das zu machen. Refreshing ist halt Schwachsinn. Würde ich sagen. Nein, wir müssen das jetzt gut durchdenken. Zeig mir nochmal alle Optionen. Mit Refresh musst du dich halt nächste Runde genauso wieder heilen. Was sind das für... Supercharge wäre ganz nett, aber dafür bräuchte ich eine Runde. Ich bräuchte Sushi. Was ich machen könnte, ist auch, ich könnte versuchen abzuhauen, auf Sushi wechseln und nochmal reinzugehen. Ja, mach das. Mach das. Das ist auch immer noch, bin ich der Meinung, ist der allerbeste Ort in diesem Nein! Spiel. Oh nein. Du kannst Charaktere erst dann wechseln, wenn du nicht mehr unverwundbar bist, nehme ich an. Wieso ist der so schnell? Ja, er brennt. Ja. Das ist wie Wario. Nein, warte, das habe ich falsch gesagt. Ich meinte, der rennt. Ich mag, wie der Begleiter sofort abhaut. Oh, ja. Nice. So, okay, siehst du, selbe Situation, Arsch. Sushi kann einen killen. Wie gesagt, der stärkste Ort ist, finde ich, immer noch Partner wechseln ohne Zug verbrauchen. Das ist yeah, so. Oh das mein ist Gott, so ja. Stark. Das ist so. Das dürfte eigentlich gar nicht existieren. Das sollte verboten sein. Oh mein Gott! Ja. Au. Nehmen die extra Schaden, weil sie Feuer sind? Das sieht so fehl am Platz aus. Ich meine, man hätte den Effekt ja jetzt noch ein bisschen verpixeln können. Der ist wahrscheinlich Ingame-Mave tatsächlich. Aber ist nicht so auch. Das N64 verpixelt das alles schon selber. Das ist nur ein bisschen seltsam, wenn man einen Emulator verwendet. Ja. Okay. Nee, Maeve dachte, es wäre wirklich ein eingefügter Effekt. Ja, ich dachte, das wäre wirklich das eingefügte. Aber ich glaube. Kann sein. Sie haben ja einige Dinge neu hinzugefügt und sowas. Ich weiß nicht, ob die Flame Guys. Sushi-Strahl. Ist diese Gegner? Ist der Vanilla? Was? Dieser das ist als. Ist der Vanilla? Das ist als Vanilla. Aber dieser Gegner? Ja, auch.
Okay. Da gibt es keinen Grund, da eine Animation zu ändern. In den letzten 20 Ebenen rum gibt es ein oder zwei Original-Gegner, beziehungsweise welche aus Paper Mario 2 auch teilweise. Es gibt eine Original Fuzzy, das kann ich sagen. Ja, wenn er jetzt Kurt macht, guck dich das an. Ausgerechnet Fuzzy. Guck dich den Effekt an. Der sieht halt auch Heidi-Finition aus, oder? Nö, der sieht aus wie so ein typisches. Okay. Das war so ein Polygonschuss, kein Sprite. Vielleicht deswegen. Was? Schwer zu beschreiben, das war so ein. Ich den erledigen? Ich wollte, glaube ich, den erledigen. Was ist denn da für ein Orden? Ich würde damit sagen, es war kein Party. Je mehr Schaden ich bekomme, desto mehr Münzen bekomme ich am Ende. Ja, ist okay. Ja, das sind simple Gegner. Ich wünschte, Mario könnte endlich mal mehr als jeweils einen Schaden pro Stufe oder insgesamt zwei Schaden. Das wäre wunderschön, oder? Wie bekommt man das denn? Ja, wir brauchen ein Hammer-Upgrade oder ein Stiefel-Upgrade. Ja, aber ist das in den Truhen drin? Ja, in den ganz großen. Oh Mann, das ist so selten. Ja. Weil es gäbe auch nicht so viele von diesen Upgrades. Nee, aber. Ich meine im Vergleich selten nicht die Truhen, sondern da gibt's ja noch so viele andere Sachen, die in diesen Truhen sein können. RNG-mäßig. Ja, in den großen Truhen können aber, glaube ich, nur die Upgrades drin sein. Genau, da sind nur die Upgrades. Sind ja auch im Spiel immer den großen Truhen. Die kleineren Truhen, haben wir davon je eine geöffnet? Die haben Münzen aber oder Schlüssel. Ja, aber wir haben doch immer andere Sachen bekommen. Ups. Nein, wir haben bisher Begleiter aus den Truhen rausbekommen. Genau. Aus den großen. Ja, ganz am Ende. Die geben immer Begleiter. Die sind aber immer alle 10 Ebenen. Ja. Ach so, ich dachte, ihr meint die alle 10 Ebenen Truhen. Nee. Wir hatten eine, die er so auf der Unterricht. Die nicht rankam, ne? Oder? Ja. Okay. Bisschen Sternenergie gefahren, bisschen geheilt, dies, das. Das war ein guter Kampf. Ich habe ihn halt ausgenutzt. Kampf. Ja. Yay, Payoff. Payoff! Der wird sich auszahlen. Ja. Yeah. Ich hoffe. Da ist eine kleine Truhe. Da ist eine Truhe, okay. Ja, das genau, die geben Schlüssel oder Münzen immer. Schlüssel oder Münzen geben die nur. Die brauchen eine große. Warum habe ich nicht Parakari? Oh, ich habe ein Bombett. Was ist da drin? Yes. Oh, das ist irgendwie aber cool, diese Designs von solchen. Belohnungen. Ja. Oh, das ist eine Truhe. Kleine, ja. Münzen. Ja, gar nicht mehr so viele. Das waren bestimmt 20 Münzen. Das war halt wirklich gar nichts. Das war einfach gerade dieser Typ auf dieser Party, der jemanden sieht, der gerade vaped. Wow. Die können aber auch so 200 geben. Aber glaubt ihr, die können schlafen? Ich hoffe, die können schlafen. Sie sehen aus, als ob die viel im Wald schlafen. Bitte schlaft. Bitte schlaft. Wen meint ihr überhaupt? Ich sehe niemanden. Ah, okay, bis auf einer, alle am Pen. Diese Melodie. Das hab ich unter Kontrolle. Das ist die Sternenmelodie. Yeah. Das müssen wir sie nur alle killen. Singen gehört. Ich wünschte, ich hätte. Kill sie. Wow. Der holt aus. Wacht Home Run. Nicht auf? Ha? Okay, wachen nicht auf. Nein. Da war ich kurz etwas besorgt. Wo gibt's noch Bosskämpfe? Ja. Ganz am Ende. Sogar ein Rework-Bosskampf von einem normalen Endboss-Fight. Also gibt's nur einen oder mehrere? Genau, nur einen. Im normalen Pit gibt's ganz unten dann das Black Pit und da hast du einen Boss-Rush. Da hast du, glaube ich, 10 Bosse hintereinander, die du erledigen musst. Und so heißt das Spiel. Genau, aber du darfst das speichern und wirst geheilt ganz unten, wenn du es mal geschafft hast. Soweit ich das verstanden habe. Da war er noch nicht. Ich spare mir den Schaden. Nicht geschafft. Nee. Ich war nicht mehr fast da unten. Ich habe mir Bombett geholt auf Ebene 3 und dann war ich da nie wieder drin. Weil ich das Roguelike-Ding sehr gerne mag. Na. Und sonst so, wie ist das Wetter? So, nicht bei mir. Regnet es etwa schon wieder? Ne, bei mir ist es sonnig. Bei mir ist es schön. Bei mir ist es bewölkt. Ich würde nicht sagen, dass es schön ist, aber ja. Ich kann das Wort sonnig nicht mehr hören, ohne Moggis Witz zu sonnig.
Hä? Ich hasse es. Oh, da ist ein Upgrade. Aber heute ich habe keinen Hammer. Upgrade. Und ich habe keine. Ist Sonic. Das ist ein Partner-Upgrade also und ich habe keinen ich Hammer. Wenn ich die gesehen habe, dann ist es, dass du einen Hammer hast. Nee, ich habe keinen Steinhammer. Ich habe keinen Superhammer. Das ist scheiße. Ja, kannst du nicht einfach hochspringen mit dem Teil von gerade eben? Mit dem Teil von gerade eben? Ja, war noch ein Trampolin. Ja, aber da war für Schlüssel. Habe ich Schlüssel? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Ich glaube, ich habe keine Schlüssel. Du Smear? Spielst du Maeve? Oder ich? Ja. Haben wir Schlüssel? Pass auf die Schlüssel auf. Ich glaube, wir haben keine Schlüssel. Maeve, du hast Schlüsseldienst. Wo sind die Schlüssel? Wir haben nämlich eine Münze in der Kiste bekommen. Auf den Rest habe ich aufgepasst. Du hast Schlüsseldienst. Oh, wo sind die Schlüssel? Ich habe schon mal die Schlüssel verlegt. Das ist nicht gut. Maeve, hast du wieder die Schlüssel verlegt? Ich habe mir auch mal Schlüssel verloren. Also. Manchmal. Gibt öfter als Stücke. Einmal. Maeve konnte mit dieser Verantwortung nicht umgehen. Mir ist mal passiert. Oh, das war so unangenehm. Mir ist mal passiert als Praktikant, dass ich. Man muss wissen, die Toiletten waren in dem Pausenraum und Umkleideraum und so. Und ich war auf Toilette und dafür brauchte man immer einen Schlüssel, um hinzugehen, weil das war abgeschlossen. Und der hängt an so einem Haken. Also habe ich den genommen, runtergegangen, da war auf Toilette. Und ich bin rausgegangen. Und das ist eine selbstschließende Tür. Und der Schlüssel war da drin. Und konnte niemand mehr in den Raum rein. No. Wow. Und das Schlimmste ist, es gibt eine Kamera vor der Tür, wer rein und raus geht. Und ich hatte so Angst, dass sie dieses Kameraband nachprüfen. Und haben sie eine Generalschlüssel gefunden und dachten sich, ja, alles gut. Ja. Ich meine, man will nicht irgendwen anpissen für sowas. Nee. Einer von den Leuten wollte einbrechen und meinte so, ja, ich habe eine Vergangenheit. Was? Wow. Ja. Ich brech da jetzt ein! Wisst ihr, ich war schon mal einbrechen. Oh, Schlüssel! Da ist Schlüssel! Reicht das? Reicht lieber als ich glaube, es reicht Sekunde. Nicht. Einer reicht ja. Nie. Fünf! Warum habe ich nicht den Turm Superhammer? Die Frage stelle ich mir auch schon öfter. Schon seit längerem. Ich hatte mal einen Schlüssel für das Videolabor der Uni, wo extrem viele High-End-Geräte und PCs und so drin waren und da hatte ich auch ein bisschen Angst. Da musste ich unterschreiben, dass ich dafür versichert bin, wenn da was passiert. Und hast du es kaputt gemacht? Nein, für 2 Wochen habe ich diesen Schlüssel gehütet wie meinen Augapfel. Warum sagt man das? Ja, weil du deinen Augapfel Also ich will dir nicht zu nahe treten, Johnny. Aber auf meinen Augapfel habe ich bisher nicht gut aufgepasst. Wenn du sagst, ich hielte das wie mein Augapfel, dann würde ich dir nicht so sehr vertrauen. Der kommt mir immer abhanden, der haut immer ein bisschen ab. Das nicht, aber ich glaube nicht, dass du dich gut drum gekümmert hast. Nein, der haut ja immer ab. Von der Blickrichtung. Oh ja, das stimmt. Jungs, wisst ihr, was das ist? Das ist der Verteidigungsorden. Genau. Ja, ich habe mich eigentlich ganz gut drum gekümmert. Das waren sogar 2 OPs bisher. Oh. Glaubt ihr, der Kartoffelsalat lohnt sich? Das ist, glaube ich, Kartoffelsalat? Ja. Das ist doch irgendeine Übersetzung. Kartoffelsalat ist es. Das sind Jelly Donuts. Was bringt der Kartoffelsalat? Das ist so eine Jelly Donuts, glaube ich, halt. Oder? Ja, dann das kann er sich nicht wirklich lohnen. Das ist mit Sicherheit eigentlich so ein Reisgericht mit irgendwie. Keine Ahnung. Was? Ja, das ist Sprite. Oh. Da weiß ich, mit so Grünzeug und so, das sah aus wie. Oder wie heißt das da mit diesem Schweinefleisch und Ei? Dieses japanische Gericht, das sieht so aus. Schweinefleisch und Ei. Ja, ich hab Angst, dass Fully stirbt. Ich auch. Ich sterbe schon nicht, Jungs. Das sagen sie alle. Und dann sterben sie. Die wenigsten Leute planen das. Das ist halt wahr. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich von dem Shy Guys nicht herumschubsen lässt. Nein, ich schubs die. Au. So schüchtern sind die überhaupt nicht. Okay, ich habe das alles unter Kontrolle. Sehen wir das gleiche Gameplay? Ja. Der eine Run in dem einen Part. Ah, okay. Ich, fuck! Jetzt kann ich ihn nicht killen. Das ist nicht schlimm. Oh, fuck. Du wirst es auch überleben, ein Angriff. Wie viel Schaden macht er? 3? So 3 mal. Also, wenn du nicht abwehrst, 3. 3. Das wirst du ihn easy überleben. Ja. Und dann kannst du noch heilen.
Oh, der ist nicht tot. Siehst du? Das Easy überlebt. Das ist wahr. Ey, für meine Low Stats und dafür, dass ich absolut nichts habe, mache ich mich gut, okay? Ja, ja, da waren nicht so viele Fehler bisher auf jeden Fall. Ich abuse Refresh bis zum geht nicht mehr, aber man muss mit irgendwas hier leben, ne? Oh, das habe ich gelernt in Paper Mario 2. Einfach ganz, sobald es möglich ist, eigentlich immer mal Sternfit nutzen. Das ist einfach praktisch. Das vergisst man immer. Man wartet, dass man in die nächste Stadt oder an den nächsten Heilblock kommt. Anstatt es auch mal in irgendeinem kleinen Kampf, den man easy gewinnen kann, kurz einzusetzen und dann zu gewinnen. Ist halt nützlich. Falls dann stärkere Gegner kommen. Ich glaube nicht, dass da stärkere Gegner kommen. Vor allem sollte man es immer machen, wenn die Sternenergie ins Nichts geht. Ja, ja, genau. Vor allem, wenn man Stylisches nutzt. Ja. Ja. Yeah. Tipps mit. Ich mach mir auch immer viel Gedanken über die Paper Mario 2 Meter. Das ist mein. Eins meiner Lieblingsspiele, was sowas angeht. Du lachst zwar vielleicht ein bisschen da, Moggy, aber Leute, die super aktiv spielen, die sind da so tief drin. Wir spielen wortwörtlich gerade einen Modus, der nur das ist. Ja gut, aber ne, ich meine, es gibt ja eine eine kleine Community, aber schon eine ganze Community und die haben das Spiel halt metatechnisch komplett auseinandergepflückt. Danger Mario ist doch so cool. Ja, das ist wahr. Dass es überhaupt rausgefunden wurde und so. Epi, das habe ich gebraucht. Moggy ist kein Fan. Was, ich meine, keine Ahnung. Nicht überzeugt, ich sein, was ich davon, dazu sagen kann. Dass man mit Strategie an Paper Mario-Kämpfe rangeht. Das müsste, glaube ich, Superbeben oder Powerbeben oder sowas sein. Das ist ein Angriff für alle. Ja, Mega Quake. Ich glaube, das ist 4 Schaden für alle. Auf dem Boden. Aber das ist halt das Coole auch an diesem Kampfsystem, weil es so simpel ist. Ich gibt's wieder einen Begleiter, wenn du die E-Mail schaffst. Ich will es immer so perfekt spielen. Es macht so Spaß, immer so richtig optimal die Kämpfe zu machen. Okay. So ist der Schaden. Wofür gibt es den Fisch überhaupt? Bringt seine. Mit dem kann man eigentlich schwimmen, oder? Genau. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, wie das in diesem Modus was bringen kann? Ja. Das wäre cool, wenn das wir da so nur was bisher, war. Wir hatten bisher noch nichts für Sushi. Oh. Ach, cool. Gibt's ein Wasserbecken? Ja, es wäre irgendwie besser, wenn das ein bisschen angepasst wird. Also keine Ahnung, dass wenn man den Begleiter bekommt, dass dann auch die Spawn-Rate von solchen Orten ein bisschen steigt. Ja, also ich muss sagen, in dem Run, ich habe ja jetzt 2 komplett schon geschafft, in dem Run haben wir eine Menge Pech. Ja. Yeah. Ein guter Run, um das zu zeigen. Ja, ja, ey, so läuft es immer. Schaut euch an, Leute, so sieht es aus, wenn ihr 4 Pech habt. Aber wenn ihr so gut seid wie ich, da kommt ihr trotzdem durch. Das ist das Leben. Wie gut sind wir aufgestellt? Nicht sonderlich. Nein. Wir haben kein Damage ab. Ich brauche sowas wie mein Damage. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass wir demnächst verrecken? Sehr wahrscheinlich. Okay. Ich denke, die Gegner werden auf der nächsten Ebene noch mehr Damage machen und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo wir dann wirklich an die Heil-Items, die wir noch haben, gehen müssen und dann wird's vorbei sein. Außer es geschieht noch ein Wunder. Vielleicht kommt ein Weihnachtswunder im August. Ich meine, wir können uns darauf einigen, jetzt ist gerade noch, die Gegner sind gerade noch so stark, dass wir uns ungefähr noch in der Mitte erhalten können. Ja, aber wenn sie jetzt noch mehr aushalten und noch mehr Schaden machen, ey, ich glaube, das ist so vieles Guten. Ja, was rumpelt der hier? Ja, was rumpelt und pumpelt? Den kann man bezahlen, dann für verschiedene Ebenen, 3 Ebenen, 5 Ebenen, 10 Ebenen oder so. Kann der Partner nicht angreifen, aber da kriege ich mehr Coins, also komplett useless, finde ich. Oh! Wer ist es? Wieso sollte man das machen? Ist Lucky Lester! Der Lucky Lester! Lucky Lester ist auch Mega Jump, ey! Das ist so ein geiler Name. Das ist plus 4 Schaden. Normalerweise macht das Ding. Oh mein Gott, was? Ja, das, also, ne, wenn ich den Angriff setze. Ja. Oder plus 3? Ist mir klar. Irgendwie sowas. Ist doch gut. Das ist halt echt gut. Wie viel WP kostet der? 4 oder so. Oh. Das ist nicht viel. Shooting Star! Shooting Star ist schon sweet, ne? Void Egg auch. Shooting Star ist absolut sweet. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde noch einen Shooting Star mitnehmen. Ich glaube, ich hole mir auch ein paar Eggs. Ich meine 8-8. Eggs. Boah, so yeah, halt... die sollst du halt nur nicht im Mehlkampf einsetzen. Was ist eine Iced Potato? Ah.
eine eingefrorene Kartoffel. Deswegen gibt's die Pommes da. Ich glaube, die Vorstufe davon. Können wir eine Socke nehmen und damit schwingen? Ich hoffe. Ups. Ich meine, wenn du eine Socke und eine Kartoffel hast, dann kannst du auch damit schwingen. Ja, das meine ich. Und wenn die dann noch gefroren ist, dann ist das ein Mordinstrument. Der Aggregatzustand der Kartoffel ist dabei egal. Wir haben jetzt 40 Ebenen geschafft, ne? Das ist ein bisschen... Naja, ich weiß nicht, wenn so ein Kopf der Kartoffel, das sorgt, wenn dir jemand gegen den Kopf matscht. Ja. Das tut schon weh. Ich meine, Butter ist auch nicht so hart und die ist dafür bekannt, dass man es macht. Oh! Nein! Ja, ja. Oh shit, wir haben unser ganzes Geld ausgegeben. Geld ist weg. No way. Das ist nicht so gut. Was? Wow. Was hast du denn getroffen? Was ist das da ganz rechts? Kennst du ihn nicht? Nein. Ich hab so weit nicht gespielt. Er war nie auf der Insel. Ja, glaubt ihr mir jetzt? Ja, jetzt glaube ich dir. Nein, ich dachte, ich hatte nur verwechselt, in welcher Reihenfolge die Kapitel. Das ist fast normaler Schaden gewesen. Boah, ich habe generell alles über dieses Spiel vergessen. Ich muss es echt mal wieder spielen. Ja, das denke ich mir auch immer, dann mache ich es nicht. Oh. Ja, den zweiten kann ich auswendig. Nein, und der hier ist halt auch gut. Vor allem die Story mit Peach und Tag ist schon cool, aber das, was im ersten Titel mit Peach gemacht wurde, ist doch noch ein bisschen cooler, finde ich. Findest du? Naja, also irgendwie mag ich die Story im zweiten lieber, also dieses, wie das da passiert, aber ich mag, dass Peach da im Castle unterwegs ist und dann so an den Wachen vorbeischleichen muss. Oh nein. Könnt ihr bitte nicht mehr Jungs holen? Ich mag eure Jungs nicht. Kriegen wir den Sternmode noch voll? Aber es können nie mehr als 3 sein, oder? Können nicht mehr als 4 sein. Oh. Das ist die Sache. Treffen die auch mal? Okay, das war nicht so stark. Irgendwie wäre es cool, wenn sich das Battle-Theme in den Folgen, in den ändert sich das noch? Nee, leider nicht. Oh, nur beim Endboss halt. Oh, nein, die heilen sich. Oh. Was war das? Nein, der hat seinen Rock weggeworfen und die Bemalung. Oh. Oh nein, das heißt, das ist eigentlich nur ein normaler Steiger, der so ein bisschen Cultural Appropriation macht. Oh no. Das finde ich uncool, sich als Ureinwohner auszugeben. Doch, ich überlebe das alles noch gerade eben so, ne? Bitte ruf nicht noch ein. Das hast du alles überlebt. Daneben. Upsi. Weil, wie als ob das daneben war. Das war scheinbar daneben. Das hab ich gesehen. Nein! Hör auf, Jungs zu rufen! Wenn man abwärts 2 Schaden macht. No. Sind das unangenehme Gegner? Das sind eventuell unmögliche Gegner. Na, nichts ist unmöglich. Ich hab das. Ach, das und. Ja, okay, Schild, ja. Ach, ja. Oh mein Gott. Aber es macht 6 für alle. Aber das reicht gerade so. Ey. Happy. Nee, der ruft jetzt. Da bin ich aber happy. Nein, und dann wieder zurück zum Keuchen. Ich sollte wieder Watt holen. Sie paralysiert. Das ist nützlich, ja. Ja, der Typ, warum hast du überhaupt gerade ausgerüstet? Der kann irgendwie nicht wirklich was. Ist okay. Der kann halt alles angreifen. Das ist so viel Geld. Kommen wir auf über 200? Wahrscheinlich nicht. Leider nicht. Es war sogar relativ knapp. So viele Sprites. Nur 50 Münzen fehlen. Das ist auch gut. Das ist alles oder nichts. Plus 1 Angriff, wenn das Action Command trifft. Wenn nicht, dann gar nichts. Aber das hätte bedeutet, dass wir mit den normalen Stiefeln 4 Damage gemacht haben. Also 2-2 und mit dem Hammer 3. Aber 6 Schlüssel ist halt auch unheimlich viel. Ja. Mir ist nie aufgefallen, wie simpel Watt eigentlich animiert ist. Es ist effektiv. Das war. Animiert ist, glaube ich, ein großes Wort dafür. Ja, ich meine, diese Blitze, die da so abhauen, das ist so simpel, aber irgendwie sieht es cool aus. Ja, so klingt das. Was mache ich hier am besten? Was klingt so? Die können mich auch vergiften. Ich meine die Pflanzen. Nicht noch ein Shooting Star rausballern und aber was klingt wie Maggie, die dann so. Ja. Sie ist ja ein Baby. Glaube ich, doch. Oh, was ist ein Mädchen? Ich hatte keine Ahnung. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist es eine Sie.
Ich glaube, da, es gibt ja alle Sprites von den ersten Partnern in Paper Mario 2 und dort hat sie auch so Wimpern. Ich meine, Watt kann sein, was sie will. Eigentlich schon, ja. Das ist schon okay. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es nur sie. Ah, die sind so schleimig. Ich bin tot. Oh Gott. Ich lebe. Oh mein Gott. Ich lebe. Halleluja! Holy shit. Jetzt ziehen wir uns erstmal eine Melone rein. Eine ganze Melone runterschlürfen, ey. Boah. Als manche salzen die ja. Das ist wahr. Das funktioniert tatsächlich. Ja. Probier's mal aus zu Hause, aber bitte nicht mit zu viel Salz. Nee, das glaube ich nicht. Ich stell mir jetzt gerne so vor bei einer Wassermelone, wenn man das macht, dass es dann ein bisschen wie eine Nacktschnecke oder so ist, dass sie einfach dann komplett zu so einer matschigen Pfütze wird. Und es ätzt erstmal so. Ja. Das Fleisch der Wassermelone. Ziemlich drin ist, wenn man sagt, das ätzt. Da muss ich an Cosmo und Wanda denken. Ja, weil er das sagt. Das ätzt! So haben scharfer, sie Netz, steiler Zahn. War es steil oder scharfer Zahn? Scharfzahn war auch sehr. Das war bei einem Land vor unserer Zeit. Ein Scharfzahn! Blattsterne! Das waren eigentlich echt coole Namen, ja. Ich habe ein Video gesehen, wo alle 14 Filme irgendwie reviewed. Das war ein langes Video. Und prinzipiell ist der Plot jedes Films so fast immer komplett gleich. Ja, aber der erste ist ein Meisterwerk, die anderen sind mir egal. Ich glaube, ich habe die ersten drei gesehen oder so. Der erste war ein Steven Spielberg, Don Bluth? Crossover, das war fucking gut. Das fucking gut ist, dass er sich hier Sternenergiefarbe man mit dem Dinosaurier-Setting erzählen kann. Da haben sie komplett übertrieben bei dem Franchise, aber deswegen ist der erste trotzdem... Es gab auch eine Serie. Bei Ice Age konntest du irgendwann sagen, ja gut, jetzt haut alles auf aus irgendwelchen Gründen, weil die Ice Age ist vorbei. Aber was willst du bei den Dinosauriern machen? Willst du sagen, ja gut, jetzt ist vorbei. Jetzt aber beginnt, kannst du ja keinen Teil danach mehr machen. Jetzt beginnt Ice Age. Ich meine, es gibt einen ganzen Film, wo sie sich auf eine Halbinsel verirren, die wegen Ebbe und Flut halt, ne, wegen der Flut konnten sie dann nicht mehr zurück. Genau, den kenne ich. Es gibt extrem viel, ja, es gibt auch einfach Filme, wo irgendwelche shady anderen Dinos kommen und die anderen alle betrügen wollen, oder? Okay, das waren einfach Betrüger. Dinos. Das waren so zwei komische Manipulier-Dinos, die ins große Tal gekommen sind. Die Manipulier-Dinos. Oh, ich hasse es, wenn die Manipulier-Dinos da sind. Ich harre jetzt so lange aus mit allem, was ich habe, bis wir irgendein Damage-Upgrade bei den Zeit-Dinos. Die Dino-Zei. Das macht so einen Schaden. Ja. Irgendwann bin ich noch Dinosaurier. Habt ihr Dinosaurier im Reich der Giganten damals gesehen? Das war gleich von BBC oder sowas. Ich glaube, ja. Das war so cool. Es waren Dreiteiler. Das war irgendwie voll krass promoted auch, oder? Ja. Ich hab das mit dem Bagger gesehen. Das hab ich so gern gesehen. Kann sich davon die Lizenz kaufen, damit man das im Unterricht anschauen kann? Und ich hab mir immer die Frage gestellt, kann ich mir die Lizenz holen und es im Stream anschauen? Vielleicht. Ist ja wie Unterricht. Wenn man die VOD löscht. Ja, aber das Problem ist aber, dass man dann... Wow. 10 ich wette, das wäre so. Irgendwas mit... Nee, ich habe genau die Münzen, die ich ausgegeben habe, zurückgekriegt, plus ein bisschen extra. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass dann so heißt, ja, es können dann aber nicht mehr als 30 Leute sehen. Ja, irgendwie sowas. Oh. So, als ob irgendjemand dieses alte Zeug noch lizenzieren würde. Ja, aber die Regeln bleiben. Die Zeit läuft weiter, aber... Ich will ehrlich sein, ich mag nichts hier ran. Mega Quake! Wow. Ja. Yeah. Er hat überlebt, der eine Lümmel. Ich kann das nicht. Ich meine, du hast so starke Angriffe bekommen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Ein starker Fuzzy. Das ist das Einzige, was mich am Leben hält. Leider habe ich auch eine 10 BP. Am Leben aktuell. Leider habe ich auch eine 10 BP. Das heißt, ich darf auch nicht zu viel davon ausnutzen, weil. Was wäre hier drüben? Ja. Ah, Power Downs ist das, ne? Das ist dieser endlose Sprung.
Warum kriege ich nichts Gutes? Nein. Paracarry wäre echt cool. Ja, Paracarry hätte uns so oft gecarried, ey. Ja, der könnte uns carryen. Oh, gib mir Glück. 122, ja, wir haben eine Chance zu gewinnen. Das heißt, jetzt würden die Gegner öfter mal nicht treffen. Oh. Lucky day. Nice. Ich wünschte, ich würde öfter nicht treffen. Das ist unser Glückstag. Ja, ist ein Lucky Day. Ich weiß nicht, ich war heute beim Einkaufen. Mhm. Und sie hatten keine Cola Zero Dosen da. Das heißt, wenn du sagen willst, dass das ein Glückstag ist, dann hätte ich aber eine andere Meinung dazu. Du sollst Pepsi Max holen. Hast du dir denn Pepsi Max Dosen geholt? Ja, was glaubst du, wenn die keine Zero Dosen da haben, glaubst du, sie haben dann Pepsi Max da? Ja, vielleicht. Ein kleiner Laden, zu dem ich gegangen bin. Achso. Der ist näher. Ich gehe nicht gern zu ihm, aber ich habe nicht wirklich viel gebraucht. Hatten sie normale Cola da? Das nervt. Der gesagt, Snare, hab ich gesagt. Snare. Ich habe aber auch das, Nerv verstanden. Ich fand das irgendwie so. Das wäre so cool, so das Nerv. Auf jeden Fall habe ich die normale Dose geholt. Ich bin danach auch noch bei Müller vorbeigegangen. Weil ich mir dachte, ja, die haben bestimmt den Stoff für mich. Aber nein, da habe ich dann normale geholt. Wir haben keinen Stoff mehr. Das ist die Herr Berg-Situation aus dieser einen Werbung. Weiß nicht mehr, für Wasser oder so. Nicht mehr ganz klar im Kopf. Da kommt so ein Mädchen mit so einem toten Hasen zum Lehrer und sagt, Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Aber man versteht immer, Pepe, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Was? Echt? Und jetzt wird sie einfach so mega norddeutsch Pepe sagen. Also Papa. Pepe. Pepe, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Pepe, warum bewegt er sich nicht mehr? Die haben das dann sogar geändert, weil das Leute falsch verstanden haben. Pepe, mach mal was. Das bringt doch die ganze Message durcheinander. Das ist doch ihr Lehrer und nicht ihr Vater. Das ändert doch alles. Ja, naja. Ich weiß auch nicht, so schlimm wäre es echt nicht. Würde man meinen. Aber die gesamte Werbekampagne war dadurch ein Fehlschlag. Vermutlich war das genau das Gute. Okay, das ist ja auch negativ PR, ne? Dass das so in Erinnerung bleibt. Man sagt, jede Publicity ist gute Publicity. Ihr Papa ist ihr Lehrer. Und das merken sie sich dann. Aber ich habe schon vergessen, worum es um meine Werbung ging. Also hat eigentlich nichts gebracht. Worum ging es in der Werbung? Ich weiß auch nicht, warum man sich das merken würde. Worum ging es in der Werbung? Worum ging es in der Werbung? Ich weiß nur, dass sie sagt, was ist mit Hasi los oder also so. Also die kommt mit so einem toten Hasen. Und dann kaufen die einen neuen Hasen. Beim wahrscheinlich ist das irgendwie, es gibt doch manchmal so diese Klassentiere oder so. Und dann ist es ja der Lehrer. Gibt's sowas wirklich? Was nicht. Und dann sagt der Lehrer, es gab's zumindest. Wir hatten mal Degus in der Grundschule, aber die waren da was auch. Was ist ein Degu? Meinst du so Degus? Kleine, Degusaurus? Das sind so kleine niedliche Nagetiere, die sind super. Okay. Die können aber keine Früchte essen, die haben eine Fruchtzuckerunverträglichkeit oder so. Das war gefährlich. Google mal danach. Degu. Degu. Da habe ich auch ich habe so eine Degu-Fibel gemalt. Gewöhnlicher Degu. Danke, Wikipedia. Habt ihr auch einen ungewöhnlichen? Der gemeine Degu. Gewöhnlicher, der gewöhnliche Degu. Was, oder einfach was ist an ihm denn Degu so gemein? Ich finde das so lustig, wenn es irgendwas gemeine ist, weil es klingt die einfach gemeine so Baumschlange. Was ist denn, was hat sie denn gemacht? Ja, warum ist sie gemein? Was ist los mit ihr? Ja. Na, auf jeden Fall sagt er dann, ist schon okay, ich habe die Quittung noch oder so. Und dann sind die Kinder enttäuscht und dann nicht mehr ganz fit im Kopf. Und dann trinkt er dieses klare Wasser, für was die Werbung ist. Und dann passiert es nochmal. Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Und dann nimmt er so einen Ballon und reibt den, damit der Strom entsteht und wiederbelebt den Hasen. Ja, das ist so ein... Das ist nicht gut. Das ist so, so eine klassische Werbung. Ich sehe es halt einfach wirklich vor mir. Als die hast du gesehen. Ich erinnere mich sogar dran. Ich kenne, glaube ich... Ich weiß, glaube ich, nur, dass... Ich hab hier ist sie. Mit Hasi mal gehört. Ich hab sie. Ich werde die jetzt nicht anschauen. Wir sind hier immer noch bei Papier Mario. Das weiß ich, aber ich hab sie gefunden, würde ich nur sagen. Gib einfach ein Herr Berg, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Run ist so fest wie Papier. Ich frag mich, ob wenn ich Papa irgendetwas stimmt mit Hasi nicht eingebe, ob das dann auch. Oh ja, da ist raus. Da kommt dieselbe Werbung. Oh. Zähl mich daran, kennt ihr meine liebste Family Guy Compilation? Ich weiß, nee. Die sind überall und die sind gar nicht High Quality. Mhm. Aber es gibt auch eine so eine auf Deutsch. Das ist, die wurde bei MOP, wird mir so Zeug vorgeschlagen, weil auf dem Kanal schaue ich die Videos an oder so.
Bilder mit dem anderen werden dann eingeloggt. Family Guy deswegen... wird trotzdem, kommt alle Jahre wieder. Das ist wie so eine Plage. Ja, deswegen wird mir mal Default YouTube-Zeug halt vorgeschlagen. Und ein Video, was vorgeschlagen wurde, war dann natürlich eine Family Guy Compilation. Es gibt eine, die hat, glaube ich, 3 Millionen Views oder so. Und die heißt Family Guy lustige Szene. Das würde er nie ändern, das war ein Erfolgskonzept. Das hat er nie geändert. Yeah. Laut Kommentar so, hä, der, hat er das falsch gemacht? Was soll das denn? Weiß er das, was Family er da gesagt Gang. Hat? Das hat aber blieben für die klassischen Szenen. Die Leute reden drüber, weil es seltsam ist, genau wie bei Pebble. Oh, oh. Aber ich glaube, er hat wirklich einfach nur das, ich glaube, er war wahrscheinlich jünger, der es gemacht hat, der wusste es nicht so ganz, dass das eigentlich anders ist und dann hat er die Login-Daten nicht mehr gehabt oder so. Ich würde es trotzdem gucken. Oh, die Leute haben anscheinend auch Herbert verstanden. Ja, das macht Sinn. Ich meine, das wäre wie mit Fullis alten Kanal. Herbert. Mit dem Samus-Video. Warte, was? Früher hat er so einen alten Kanal, für den er das Passwort nicht mehr hatte oder so. Er hat ein paar random Videos damals hochgeladen. Eins war ein Peace Opening, das 2 Millionen Views hat oder so. Ja, stimmt. Das andere war irgendwie bei Smash Bros., wenn man Samus anschießt, dass man dann kurz ihr Skelett sieht oder so. Das hatte so viele Aufrufe, aber irgendwie. Das ja, ist so seltsam. Um zu sehen, was sich unter Samus Rüstung befindet. Ich dachte, hallo, ich habe die Entdeckung des Jahrhunderts gemacht. Das müssen Leute wissen. So wusstet ihr, wenn Fox Samus anschießt, ich dann die mir ihr Skelett. Oder man hört einen Hund. Das war wohl Fox, glaube ich. Das war Fully. So. Nee, das ist Fox. Der ist schon wieder bereit, Samus anzuschießen. Ich glaube, der will eher Final Destination, no items, Fox only. Hm. Ich spiele nicht. Ich glaube, einfach nur ein Remake von Star Fox Adventures. Hab ich schon wieder. Ja. Yeah. Oh. Mein schon Wunsch wird irgendwann erhört. Wie stehen wir da? Scheiße. Aber du quälst dich die ganze Zeit dadurch. Ich dachte halt auch, es könnte schon vorbei sein. Das ist ein bisschen... Ich überlebe irgendwie schon wieder diese 10 Ebenen ohne jeden Damage-Upgrade. Ist etwas zäh, dieser Run. Oh, ja. Oh. Wir haben den halben Pit jetzt schon hinter uns und ich hab einfach nichts. Wie macht der das nur? Ein bisschen was hast du, aber du hast keine BP. Wie macht er das? Nee, FP, ne? Flower Points. Ja, oder BP. Blumenpunkte. Ein bisschen beides. Ah, das ist, ach, BP heißt Blumenpunkte. Okay. Ja. Die guten alten Blumenpunkte. Oh, yes! Dafür ist Lucky Day gut. Wofür steht KP eigentlich im Pokémon? Oh mein Gott! Auch für Körper? Oder KP Kraft? In Pokémon steht für Kraftpunkte. Und in Paper Mario? Auch. Bist du sicher? Ich habe mal Körperpunkte irgendwo gelesen. Es könnte aber auch Mario Luigi gewesen sein. Moment. Ich ziehe jetzt die Gebrauchsanleitung raus. Boah, das interessiert mich halt wirklich. Hol die Gebrauchsanleitung. Okay, also. Das ist so seltsam, wenn es beides KP sind, aber verschiedene Wörter. Das ist eine schicke Gebrauchsanleitung. In Farbe. Und bunt? Aus Papier. On Brand. Ja, wie heißt denn im Englischen? Papier Mario. Die KPs. HP. Oh, stimmt. HP und FP. Da heißen die, Die Kraftpunkte KP von Mario und den Mitgliedern seines Teams. Okay. Aber heißen die im Paper Mario nicht sogar... Die heißen HP, oder? Die heißen sie HP, ja. Ja. Wie haben wir nochmal die, AP genannt? OP? EP. FP. Also, nee. Ja, hier sind im Englischen die sind... Die Flower Points. Wie haben wir die nochmal genannt? BP. Ja. Blumenpunkte. Blumenpunkte. BP. Ja, das ist tatsächlich falsch. Das sind Blütenpunkte. Ach ja. Oh, echt? Ja, stimmt. Oh. Ja, doch. Ich erinnere mich. Das steht da ja auch immer. Da steht, nach einem Kampf werden mehr Blütenpunkte generiert. Oder steht dann da immer BP? Ich glaube, steht BP. Blütenpunkte ist halt... Die hatten nicht viel Platz für Text damals. Ja, eigentlich... Text war teuer. Kommt mir aber doch trotzdem bekannt vor, dass Blütenpunkte das eher ist.
Vermutlich, weil es haben wir ist. Alle wieder was gelernt. Mhm. Ich nicht. Ich habe in dem Video schon sehr viel gelernt über das Spiel. Ich finde meinen Spielstil so traurig. Ich paralysiere alles einzeln mit Watt. Und hoffe einfach nur, dass ich dann irgendwie die nächste Runde überlebe. Und es klappt auch noch. Irgendwann kommt ein Damage ab. Das ist irgendwann einfach. Irgendwann muss ich gerade so ein bisschen durch Kaugummin. Ja. Das ist halt einfach wahr. Ein bisschen durch Kaugummin. Ein gutes Wort, oder? Habt ihr schon mal durch Kaugummi? Ja. Yeah. Wart ihr eigentlich solche Kaugummi-Menschen in der Schule oder so, die immer Kaugummi hatten? Eine Nachbarin von mir hat tatsächlich mal durchgekaugummi. Pass auf, sie hat ein einziges Kaugummi über mehrere Tage so lange gekaut, bis es in den Mund plötzlich mit einem Mal zu Staub wurde. Mit einem Mal? Ja, das klingt nach einer Legende. Und hatte plötzlich so Mehl im Mund einfach. Das klingt ja, das passiert ach, tatsächlich komm auch schon! Oh nein, Fully. Das passiert tatsächlich auch, wenn man den Kaugummi über Nacht im Mund lässt. Ja, das hat sie gemacht, glaube ich. Klingt nach so einem Mythos. Ich glaube, macht sowas. Nein, das habe ich gemacht. Warum? Keine Ahnung. Siehst du, man ist halt jung und probiert so. Und warum ist der jeder hat schon mal seltsame Dinge ausprobiert. Keine Ahnung, das ist halt irgendwo in der Backe drin. Last Stand. Was macht Last Stand? Wenn ich 5 KP nur noch hab, kriege ich nur noch die Hälfte an Schaden. Hm. Das ist okay. Hm. Sushi. Fuck. Oh. Ich hab wirklich Lust auf Sushi. Ich sehe mich immer daran, Homer in, keine Ahnung, es war Season 1, Season 2 in der Folge, wo er an Kugelfisch stirbt. Dieses ach so, ja, Sushi die ist kein Fushi. Wow, was? Oh mein Gott, wie nee, der ruft seine. Nee, der ist jetzt gar nicht dran, ne? Ich hab Angst, dass der seine Mates ruft, der Gegner. Ah, der ruft niemanden mehr. Nee, der dieses ist tot. Sushi ist kein Fushi? Mhm. Weil das ich gut erinnere fand. Mich, glaube ich, an die Folge, da isst der relativ viel Sushi, oder? Ja, yeah, und dann am Ende isst er noch den. Teuersten Fischen, dann denkt er, dass er stirbt. So, das ist eine gute wir Folge. Haben jetzt die Hälfte ja, mit den, geschafft. Aber er schaut sich das so rein mit zwei Fingern, oder so. Die ganze keine Zeit. Ahnung. Wie Fushi der Sushi. Oh, das ist Cooper! Cooper ist nice. Power up! Defense down! Das ist irgendwie gut, aber auch scheiße, wir kriegen da Schaden. Ich würde gerne sagen, das ist gut, aber es macht mir große Angst. Kriege ich einen Schaden mehr gerade? Ich weiß es nicht. Du nimmst jetzt mehr Damage. Ich bin mir unsicher, kann man minus Verteidigung haben? Ja. Kann ich das hier sehen in meinen Stats? Also in Teil 2 kannst du minus Verteidigung haben. Da das bin ich mir immer sehr so sicher. Ich glaube, ich habe keine Stats, oder? Oh ja, hier sieht man übrigens die Achievements. Aber interessant, dass wir mal hier reingucken. So, zum Beispiel hier ein Roguelike. Best Badge, beat the pit having Slogo equipped. Nein. Oh, wenn ich 30 Items kaufe, kriege ich auch welche. Aber ja, ihr seht ja immer. Hm. Was sind die ganzen Sachen? Ich habe echt viele. Sind Achievements, würde ich sagen. Was hast du für Items, Mann? Alter, was hast du für Items, Mann? Kuhpasta? Kuhpasta. Die Steinmütze! Was macht die? Ich kann mich zwar nicht bewegen, aber ich nehme auch gar keinen Schaden. Es ist einfach nur Steuerkreuz nach unten in Mario Bros. 3 mit dem Tanuki-Anzug, habe ich recht. Ja, yeah, oder einfach yeah. X gedrückt, lass den Pikmin. Oder... Oh, habt ihr aus Pikmin 1 mal das schlechte Ending gesehen? Das Bad Ending. Ja, das ist so super. Nee. Warte. Das ist so bizarre Scheiße. Warte, wie war das nochmal? Also pass auf, in Pikmin 1 geht's darum, dass man auf einen Planeten abstürzt, welcher eine postapokalyptische Erde ist quasi. Und dort muss man dann 30 Teile innerhalb von 30 Tagen finden, ansonsten kommt man nicht weg vom Planeten. Und wenn man die Teile gefunden hat, kommt man weg vom Planeten, was auch immer. Wenn man sie nicht innerhalb von der Zeit findet oder nicht alle hat, dann versucht Uli mal irgendwie wegzufliegen und er stürzt ab, glaube ich, oder so. Ja, man, und dann, man, liegt man kann er am Boden. Die Rakete nicht zu Ende bauen und fliegt trotzdem weg. Ja, und dann finden die Pikmin, sie sammeln ihn auf, geben ihm in die in diese Pikmin-Zwiebel und dann kommt er als Pikmin. In den Boden als Pikmin Olima und das ist wirklich seltsam. Das ist wirklich seltsam. Wow. Es ist irgendwie so widerlich, sich vorzustellen, dass er da eingegraben im Erdboden jetzt steckt und oben eine Blüte rauskommt. Ja.
Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr bizarres Ending. Ja, so abstrakt. Aber denk mal, du hast eine Verteidigung. Oh, ich bin tot. Nein. Oh, eins, okay. Ich mein, ja, Pikmin, aber ich hab jetzt... Ich hab Last Stand. Last Stand hat mir gerade den Arsch gerettet. Oh ja, oh ja. Oh, Mann. Warum ist dieser Run so ein Unfall? Dieses Verteidigung down, ich meine, wir hatten nicht viel Schaden gemacht, aber ich hatte das Gefühl, das war besser, als wenig Verteidigung zu haben. Ehrlich gesagt. Boah, Pikmin ist generell aber ein bisschen creepy, auch immer schon so. Oh, wir haben da nie vor zurückgeschreckt, absurd zu sein. Fan creepy. Naja, immer, also es, da ist immer so eine Ernsthaftigkeit mit drin. Oder so eine Es Ausbeutung. Ist ein bisschen makaber auch. Ja, genau. Wenn man bedenkt, wie die Pikmin auch down sterben, und das ist irgendwie... Das ist ja, irgendwie so ein bisschen egal auch. Ja, Olima und diese andere, die sind halt auch keine coolen Charaktere. Also die sind total... Eigentlich ja, ist Louis ein scheiß egoistisch Charakter. So. Louis ist eigentlich ein Haufen Scheiße. Natürlich. Nicht nur eigentlich. Zweimal ist es passiert, dass er alles weggefressen hat. In drei Teilen. In zwei von zwei Teilen, in denen er vorkommt. Ich meine, ich glaube, es ist kein Zufall, dass sie den Pikmin 2 vergessen haben. Pass mal auf, Fully. Ha? Du erinnerst dich, wie Pikmin 2 anfängt, okay? Ja, ja. Als der Chef davon erzählt, dass seine Lieferung mit goldenen Pick-Pick-Karotten irgendwie von einem riesigen Weltraumkaninchen aufgefressen wurde. Das war Louis, oder? Wenn du im Challenge-Modus alle Missionen schaffst, ohne den Pikmin zu verlieren, bekommst du eine Cutscene, in der du erfährst, dass es in der Tat Louis war, der sie aufgefressen hat. Wow. Man ist doch einfach nur hungrig auf einem Planeten, der an Hunger leidet. Er hat also die ganze Firma und Oliver und alles ins Elend getrieben. Ja. Guter Mann. Und ich meine, er gibt einem auch am Ende, wenn man Pikmin 2 die 10.000 gesammelt hat. Nein, wenn man ihn erstmal gefunden hat, gibt er die Kochrezepte zu den Gegnern, was mein absolutes Lieblings-Lore-Feature ist, das es jemals im Videospiel gab. Warte, erklärt einfach bei jedem einzelnen Gegner, kann man ja durchlesen, was, ja, was mit dem Gegner auf sich hat, was Ulima dazu zu sagen hat, und er verwendet lateinische Begriffe für den Namen und was das für eine Gattung wahrscheinlich ist und sowas. Und Louis sagt, ja gut, und wenn man den anröstet. Und der gibt einfach nur Kochrezepte zu allen von diesen seltsamen, schleimigen Käfern. Er ist wie du. Ja. Oh. Deswegen ist es dein Lieblingsfeature. Gefressen. Ah? Nee, du hast angefangen, die Kochrezepte auszudenken. Ja. Kann ich den berühren? Ja. Nein, warte, der ist elektrisch. Egal, okay, der Schaden hat connected. So wie Paper Mario Strom. 2 hat so einfach nur Schaden genommen. Das könnte sein. Oh nein, ja. Wie sie schaut, so, dann bin ich wohl tot. Hier muss auch von Kampf zu Kampf hart durchgekämpft werden. Gott, wie Fully sich die ganze Zeit abrackert. Ja. Ist das noch ein weiterer Ausweichorden? Ja, das ist noch ein Lucky Ding. Oh mein Gott. Das ist, somewhat lucky oder sometimes lucky, irgendwie sowas heißt er. Na, irgendwie ein bisschen glücklich. Ja, irgendwie ein bisschen glücklich. Braucht man auch. Aber ich hatte jetzt würde man, wie würde man das lucky übersetzen? Glücklich. Ja, aber wie würdest du sagen, ja, dann hast du ein bisschen mehr Glück? Nein, da gibt's doch so ein Wort. Ich denke, ich würde einfach nur Glück schreiben, ehrlich gesagt. Lucky. Vor allem, wenn man sich ja auch an gewisse, Lucky. Ja, aber gab's nicht so ein deutsches Wort, was ungefähr ausdrückt, was Lucky bedeutet? Ich glaube, du meinst die Katze aus Alf, oder? Viele Wörter, aber... Na gut, okay. Fällt jetzt ganz ein. Das weiß ich google nachher. Wir haben so einen großen Wortschatz und so viele Sachen, die wir besser beschreiben können als im Englischen, aber andersrum ist es halt auch immer der Fall. Ja. Glücklich Synonym. Schwein gehabt. Heilig Tabu. Kirchlich, geistlich und nein. Das ist eine Bedeutung heilig. Definition. Nein, ja. Fröhlich, frisch, fröhlich, glücklich, nein. Genau. Bedeutung frisch, glücklich, Bedeutung glücklich. Ja, wie wär's damit? Leicht, erfolgreich, fidel, begeistert. Nein, ja, fidel ist gar nicht anderes. Mal schlecht. Ausgefüllt, angenehm. Wir haben so ein Wort nicht, wo man einfach lucky ist. Glück bringen. Dass man Glück hat. Ja. Schwein gehabt.
Schwein glücklich, gehabt. Bedeutung unklug. Was? Was? Oh, leichtsinnig, leichtfertig, unvorsichtig. Nein, das ist naiv. Nee, naja, das ja, die Kinder, die machen das manchmal so, also... Wenn du für ein Wort Synonyme aufschreibst, dann ist es auch direkt andersrum in der anderen Liste drin, deswegen passiert das. Pass mal auf, Glück begünstigt, aber das heißt glücklich halt einfach. Pass mal auf, glücklich, Bedeutung glückselig, okay? Da gibt es happy, glücklich und wunschlos glücklich. Ja, ist schön. Wunschlos glücklich. Wir haben so viele Wörter, aber da sind wir echt, da haben wir nicht so viel. Fuck! Nein! Diese Bienen sehen so cool aus. Oh no! Es ist passiert! No. Ich hab noch Synonym für glücklich! Oh, die Ironie! Es ist einfach. Oh, die Ironie! Guckt euch das an, die Biene sieht nicht mal aus wie ein Gegner. Die ist einfach mit Watt und Chill. Ich dachte, es wäre ein NPC, der jetzt auftaucht, um dir zu sagen, dass du gestorben bist. Ich habe mein Bestes gegeben, Jungs. Die hat einfach 7 Schaden plus Gift gemacht. Und der Sumsebiene da. Und ich habe gerade nach Synonymen für glücklich gesucht und dann wurde es unglücklich. Eigentlich machen die 6 Schaden, also ja, wir haben Minus. Unglücklich ist kein. Ich habe das Gefühl, auch 6 Schaden hätte. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied das gemacht hätte. Ich habe nicht mal so viele Münzen bekommen. Das ist auch nicht so wenig. Ist auf jeden Fall ein übertrieben geiler Hack und macht richtig viel Spaß. Sehr viel mehr als hier jetzt gerade in dem Run. Ich hätte so gern einen erfolgreichen Run gezeigt. Ich hab's versucht. Ja, ist okay. Ja, gut. Das ist dein Bestes gegeben. Waren weit. Wir haben über die Hälfte geschafft. Geh ins Bett, ich will das mal sehen. Ich will das nochmal diesen. Okay. Oh, ich kann generell ein paar Sachen vielleicht noch zeigen. Okay, ich wollte gerade sagen, gute Nacht, aber. Ja, jetzt. Okay. Oh.